Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten betreffend Europa nach dem Brexit, Referendum, Folgen und Chancen für Hessen. 20 Minuten für die Fraktionen. Herr Ministerpräsident, Sie haben in diesem Zeitschema das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen, meine Herren. Vor genau 100 Jahren, im Juli 1916, tobte in Nordfrankreich die Schlacht an der Somme. Über 1 Million tote Soldaten, Vermisste und Verwundete. Es war eine der verlustreichsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Es war die Zeit, die der Historiker und Bestsellerautor Christopher Clark beschrieben hat, Europas Mächte schlafwandelten in diesen Krieg. Es war die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Nicht einmal 20 Jahre später standen sich Europas Mächte wieder gegenüber, feindlich und kriegerisch. Es war der Zweite Weltkrieg. Er hinterließ Millionen von Toten, Verletzte, Verstümmelte, Vertriebene, Not und Elend und ein total zerstörtes Europa. Europa, das war eine einzige Abfolge von Kriegen. Jede Generation zog in den Krieg. Wenn wir uns das klar machen, dann können wir gar nicht hoch genug einschätzen, die weitsichtige und so kluge Entscheidung, dass Europa so nach dem Zweiten Weltkrieg nicht weitermachen konnte. Einen grundsätzlich anderen Weg einzuschlagen, das war die Überzeugung großer Persönlichkeiten bei uns in Deutschland, Konrad Adenauer, in Frankreich Robert Schumann, in Italien Alice de Gasperi. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Vorläufer, das war die Antwort auf die Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Meine Damen und Herren, was war der Gedanke? Der Gedanke war, unterschiedliche Interessen im Innern ohne Krieg friedlich auszugleichen und gemeinsame Interessen in einer zunehmend globalisierten Welt gemeinsam nach außen zu vertreten. Das war und ist der eigentliche Kern der Europäischen Gemeinschaft, meine Damen und Herren. Diese Europäische Gemeinschaft war eine Erfolgsgeschichte, natürlich ökonomisch, aber was mir viel wichtiger ist, sie war und ist eine Friedens- und Freiheitsgeschichte. Zunächst im Westen und nach dem Zusammenbruch des Sozialismus und dem Fall der Mauer auch im Osten. Gerade der ehemalige Ostblock hat diese Europäische Gemeinschaft immer als Sehnsuchtsziel gesehen, natürlich verbunden mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Diese Europäische Union ist nicht das Paradies. Aber es gibt keine Region auf der Welt, in der die Menschen in einer solchen Freiheit, in Frieden und nie gekanntem Wohlstand leben. Das ist die schlichte Beschreibung dessen, was die Europäische Gemeinschaft für uns bedeutet. Das ist keine kleine Münze, sondern das ist das Grundfundament, wenn wir heute über Europa reden, meine Damen und Herren. Deshalb sage ich mit voller Überzeugung, 60 Jahre Frieden und Freiheit gab es noch nie. Und das ist das Beste, was Europa je widerfahren ist, meine Damen und Herren. Und weil das so ist, müssen wir alles tun, damit dieses Europa nicht zerfällt, dass die Nationalismen nicht überhand nehmen, dass Populisten oder gar Extremisten die Zukunft Europas gestalten. Ich denke, wir sind uns darüber einig. Und das erfordert, ich komme darauf noch einmal zurück, Herzblut und Leidenschaft, nicht gelangweilte Teilnahmslosigkeit. Hier geht es wirklich um mehr. Auch wenn wir uns darüber, denke ich, alle einig sind, dürfen wir natürlich die Augen nicht darauf verschließen, dass Europamüdigkeit, Europaskeptizismus, ja auch Europaablehnung weit verbreitet sind und in den letzten Jahren ständig zugenommen haben und in dem Volksentscheid, dem sogenannten Brexit in Großbritannien, jedenfalls vorläufig einen historischen Höhepunkt führen. Meine Damen und Herren, sehr deutlich und klar,
bedauere das, auch und gerade für die Hessische Landesregierung. Diese Entscheidung bedauern wir. Wir halten sie im Ergebnis und am Ende weder für Großbritannien noch für Europa für gut. Meine Damen und Herren, wenn wir heute auf Großbritannien schauen, so müssen wir auch feststellen, dass nach einer, jedenfalls nach meiner Kenntnis, beispiellosen, hemmungslosen Kampagne mit einer Fülle schlicht unwahrer Behauptungen, übrigens nicht zuletzt auch durch einen beachtlichen Teil der Medien, eine Stimmung befördert wurde, die dieses Ergebnis am Ende erbrachte. Nur wenige Tage später kippte die Stimmung in Katzenjammer. Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, dass gerade die Hauptverfechter des Austritts entweder keine klaren Vorstellungen hatten, wie es eigentlich weitergehen sollte, noch die Bereitschaft hatten, für ihr Tun anschließend auch die Verantwortung zu übernehmen. Meine Damen und Herren, es ist zu begrüßen, dass entgegen den Erwartungen die konservative Partei nun doch sehr rasch sich entschieden hat und mit Theresa May morgen das Vereinigte Königreich eine neue Premierministerin bekommt. Das ist gut, dass diese Phase der Unsicherheit schnell zu Ende ist. Aber eins bleibt auch festzuhalten. Wenn wir schauen, dass gerade die Hauptprotagonisten dieses Austritts sich mehr oder weniger schmählich vom Acker gemacht haben, fast spielerisch erklären, sie hätten es mal versucht, meine Damen und Herren, ein solches Verhalten verdient nicht Zustimmung, es verdient wirklich ganz klare Ablehnung. Und wer sich so verhält, der hat sich politisch total diskreditiert. Die Umstände dieser Volksabstimmung, sowohl davor als auch danach, lassen mich auch einen Blick werfen auf die Frage, plebiszitäre Elemente. Wir finden ja nicht selten große Begeisterung für dieses Thema. Ich finde, wir sollten uns genau anschauen, was dort gelaufen ist. Eine gewisse Zurückhaltung erscheint mir auf jeden Fall geboten. Und auch wenn klar ist, das Votum ist zu akzeptieren, sollten wir trotzdem aus den Umständen lernen. Niemand weiß jetzt, wie es eigentlich konkret weitergeht. Wenn wir hören, dass die verantwortlichen Politiker im Vereinigten Königreich jetzt mitteilen, dass es mit der Austrittserklärung nicht so eile, dass man sie vielleicht erst nächstes Jahr stellen werde, dann beginnt der zweijährige Turnus erst im nächsten Jahr. Das ist mit großer Sicherheit eine Phase der Unsicherheit, der Unentschlossenheit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in irgendeiner Weise nützlich wäre. Aber wie auch immer, mir ist wichtig, zwei Dinge festzuhalten. Bei diesen Verhandlungen, die ja irgendwann kommen, wird es aus meiner Sicht darum gehen müssen, auch zukünftig Großbritannien eng an die Europäische Gemeinschaft zu binden. Häme, enttäuschte Liebe oder was auch immer, ist mit Sicherheit fehl am Platz. Meine Damen und Herren, ein Blick auf unsere geostrategischen, auf unsere Sicherheitsadressen, denken Sie nur an die NATO, die großen Herausforderungen in der Außenpolitik, den Migrationsdruck auf Europa, die Bekämpfung des Terrors und der internationalen Kriminalität oder auch des Klimawandels können erfolgreich am Ende nur mit Großbritannien bekämpft werden. Und deshalb liegt es sowohl im Interesse Europas wie Großbritannien, wenn, egal wie diese Verhandlungen im Einzelnen aussehen, wir es schaffen, das Vereinigte Königreich eng an Europa weiter anzubinden, meine Damen und Herren. Umgekehrt muss allerdings auch gelten, draußen ist draußen. Nicht im Sinne von Rache. Ich habe es bewusst formuliert, das wäre töricht. Aber wer austreten will, kann nicht im Sinne einer Rosinenpickerei sich das, was er gut findet, reservieren und auf der anderen Seite die gemeinsamen Verantwortungen, die wir in Europa zu tragen haben, für sich ausschließen. Das berührt insbesondere die vier Grundfreiheiten der Europäischen Union. Und ganz vorneweg die im britischen Wahlkampf in Anführungsstrichen so heftig umstrittene Niederlassungsfreiheit. Meine Damen und Herren, aus meiner Sicht kann die Europäische Gemeinschaft hier keinen Rabatt geben.
würden wir anders handeln, würden wir geradezu eine Einladung aussprechen an sämtliche nationalistischen oder separatistischen Bewegungen, es auch einmal zu versuchen nach dem Motto, am Ende wird es sich für uns schon lohnen. Das wäre die falsche Botschaft. Und deshalb, meine Damen und Herren, können wir nur den Weg gehen, draußen ist draußen, eng dabei bleiben. Aber alles, was weiter gemeinsam gehen soll, muss nach den Grundregeln der Europäischen Gemeinschaft gehen. Es liegt auf der Hand, diese Entscheidung wird Europa schwächen im globalisierten Wettbewerb. Darüber kann ernsthaft kein Zweifel sein. Es liegt auf der Hand, wir gehen in eine Phase der Unsicherheit, in eine Phase der Entscheidungsschwäche. Und nach Meinung aller Experten wird diese Entscheidung dazu führen, dass das Wachstum und damit der Wohlstand Europas geschwächt wird. Ich will hier nicht darüber philosophieren. Wir haben gestern in der Bundesbank, Sie konnten das ja auch der Presse entnehmen, sehr intensiv über die Frage, unter anderem mit dem Präsidenten der Bundesbank gesprochen. Die Fachleute reden von 0,5 %. Ob es am Ende 0,5 oder 0,3 sind, ist unerheblich. Jedenfalls sind alle der gleichen Überzeugung, es wird uns Wachstum und Wohlstand kosten. Das gilt auch für Deutschland und das gilt auch für Hessen. Hessen ist ein starker Standort in dieser Europäischen Gemeinschaft. Wir sind der Sitz der Europäischen Zentralbank. Wir sind der Sitz der Europäischen Versicherungsaufsicht Europa, und wir sind aufs Engste verflochten wirtschaftlich mit dieser Europäischen Gemeinschaft und auch mit Großbritannien. Meine Damen und Herren, man muss sich immer wieder klarmachen, 2/3 unserer hessischen Exporte gehen in die Europäische Gemeinschaft. Und allein nach Großbritannien über 8 %, das ist knapp hinter Frankreich der 3. Platz. Wenn man dann noch bedenkt, dass hessische Unternehmen außer in die USA in kein anderes Land so investieren wie Großbritannien, dann kann man in etwa erahnen, was das für uns bedeutet. Und deshalb muss man immer wieder darauf hinweisen, unser Wohlstand, unsere Arbeitsplätze und damit auch unser gemeinsames Wohlergehen hängt mit nichts mehr zusammen als dieser Europäischen Gemeinschaft und zum guten Teil auch mit Großbritannien. Meine Damen und Herren, so sehr ich diese Abstimmung bedauere, so sehr ist es aber auch notwendig, so früh wie irgend möglich sich damit zu beschäftigen, was das denn eigentlich für uns bedeutet. Förderst für die Wirtschaft, aber nicht nur, es hat viele Konsequenzen, bis hin zu Erasmus-Studienprogrammen und anderen Dingen und alles dazwischen. Es hat eine große Bedeutung. Das heißt, die Risiken zu erkennen, aber auch die Chancen zu erkennen. Und wenn wir über Chancen reden, geraten wir automatisch mit unserem Blick auf den größten Finanzplatz Kontinentaleuropas, nämlich die Region Frankfurt-Rhein-Main. Und damit unsere Heimat. In den letzten Tagen sind vielfältige öffentliche Betrachtungen angestellt worden, was der Brexit denn eigentlich so für die Finanzindustrie, die jetzt in London sitzt, für uns bedeuten würde. Die Boston Consulting Group hat eine große Untersuchung unter Wirtschaftsführungskräften angestellt, kam zu dem Ergebnis, dass beachtliche Chancen bestehen. Die haben das etwas zurückhaltender ausgedrückt, als in den Überschriften stand, aber Chancen auf jeden Fall sehr deutlich beschrieben. Ich rate trotzdem zur Nüchternheit. Ich gehe davon aus, dass auch in Zukunft London ein weltweiter Finanzplatz sein wird. Aber umgekehrt liegt doch auch auf der Hand, dass gerade für diejenigen Unternehmen, die jetzt in London sind, sich die Frage stellt, wo sie innerhalb der Europäischen Union und nach Möglichkeit auch innerhalb des Euro-Währungsverbunds sich eine neue Zentrale oder jedenfalls Niederlassung schaffen. Und genau darum geht es, wenn wir davon sprechen, dass wir Chancen wahrnehmen wollen. Mit dem Sitz der Europäischen Zentralbank, der Deutschen Bundesbank, einer Vielzahl von Kreditinstituten, wissenschaftlichen Einrichtungen, einer erstklassigen Infrastruktur, die wir hier haben, unserer zentralen Lage in Deutschland und Europa und nicht zuletzt sehr viele ausgezeichnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade im Bereich der Finanz- und Wirtschaft, im Bereich Wirtschaft und Finanzen, haben wir aus meiner Sicht hervorragende Bedingungen.
Wir sollten uns aber nicht täuschen. Das wird kein Selbstläufer. Mit uns sind viele andere auch unterwegs. Und wenn wir auf der einen Seite die Entscheidung bedauern, dann wollen wir nicht als Leichenflatterer auftreten, aber wir wollen so früh wie möglich unsere Chancen artikulieren und später auch wahrnehmen. Und dann wissen wir, dass wir in scharfem Wettbewerb mit Dublin stehen, mit Luxemburg, mit Paris, mit Amsterdam, mit Mailand, mit Madrid, die alle auch etwas zu bieten haben. Gleichwohl bin ich der Auffassung, dass wir dort uns sehr gut behaupten können. Entscheidend ist, dass wir früh, dass wir entschlossen und klug unsere Position deutlich machen und für uns werben. Ich habe deshalb bereits in der Woche nach diesem Brexit in Brüssel eine ganze Reihe von Gesprächen geführt und dort für unseren Standort geworben. Ich habe mit allen Kollegen und Repräsentanten der Fraktionen des Europäischen Parlaments gesprochen, mit einer ganzen Reihe von europäischen Kommissaren und vielleicht ganz besonders wichtig mit dem neuen Vizepräsidenten, das war er schon vorher, aber jetzt ist er ein neuer Kommissar für den Kapitalmarkt und Finanzbeziehungen, Kommissar Dombrovskis, und für unseren Standort geworben. Ich habe nicht erwartet, dass der gesagt hat, prima, machen wir so. Aber ich habe mich anschließend gefreut, als er getwittert hat, war gutes Gespräch, gute Idee, wir bleiben dran. Mehr kann man nach zwei Tagen eigentlich nicht erwarten, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich Ihnen, wir haben ein großes, vernünftiges Interesse, dass drei Dinge zusammenkommen. Zunächst muss es um die Institutionen gehen, die jetzt in London sind, die aber nicht mehr in London bleiben können, wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt. Das ist die Europäische Bankenaufsicht. Das ist aber auch die Europäische Arzneimittelaufsicht. Ich will zwei Bemerkungen machen. Was die Frage der Europäischen Bankenaufsicht angeht, erklärt sich unser Interesse von selbst. Ich glaube, das muss ich nicht sehr weit darlegen als größter Finanzplatz des Kontinents. Aber ich will auch einmal darauf hinweisen, wir sind der stärkste Standort in Deutschland und teilweise in Europa, was die Pharmaindustrie angeht, auch die Pharmaforschung. Und deshalb haben wir auch ein Interesse an der Arzneimittelaufsicht. Das sind zwei durchaus wichtige und interessante und auch für die Zukunft wichtige Einrichtungen, um die wir uns bewerben werden, wenn es soweit ist. Es geht aber nicht nur um staatliche Einrichtungen, sondern es geht natürlich noch viel mehr um private Unternehmungen. Diese privaten Unternehmungen werden nach meiner festen Überzeugung nicht zwei oder gar drei Jahre warten, um zu schauen, was da irgendwann rauskommt. Die werden in den nächsten Wochen und Monaten Grundentscheidungen treffen, wo sie in der europäischen Gemeinschaft hingehen. Und deshalb hat die Landesregierung sehr rasch beschlossen, dass unter Führung des Finanzministers, des Wirtschaftsministers und der Europaministerin wir eine sehr intensive, engagierte Untersuchung betreiben über die Risiken, aber auch Chancen und vor allen Dingen, wie wir für unseren Standort werben können. Wir haben bereits in der vergangenen Woche mit dem Präsidium der Hessischen Unternehmerverbände in einer Kabinettssitzung dieses Thema vertieft. Gestern tagte das Finanzplatzkabinett in der Deutschen Bundesbank. Wir haben mit dem Präsidenten der Bundesbank, den Repräsentanten des Finanzplatzes, der Wirtschaft, der Wissenschaft und auch den Repräsentanten der Bundesregierung die Chancen und Risiken sehr intensiv miteinander erörtert und auch abgewogen. Ich darf Ihnen sagen, wir haben uns darüber gefreut, dass unisono im Ergebnis festzuhalten ist, auch wenn die Europäische Union in einer schwierigen Lage ist, auch wenn sich das Gesamtwachstum vielleicht verschlechtert, haben wir für unser Bundesland und insbesondere für die Region Rhein-Main erhebliche Chancen. Und diese Chancen werden auch dadurch unterstrichen, dass die anwesenden Mitglieder der Bundesregierung uns ausdrücklich ihre Unterstützung zugesagt haben. Die brauchen wir, genauso wie wir in Europa Unterstützung brauchen. Und deshalb, meine Damen und Herren, diese gestrige Sitzung reiht sich ein in eine ganze Kette von Aktivitäten, die wir dann auch mit einer breiten Initiative unterstreichen werden, die in den bewährten Strukturen des Landes, der Region, der Stadt Frankfurt, der Wirtschaftsförderung, der Wirtschaft, der Wissenschaft alles zusammenführen, um eine intensive Werbung für unser Bundesland, für den Finanzplatz und für die Region vorzunehmen. Meine Damen und Herren, wir werden schon in wenigen Tagen durch den Wirtschaftsminister in London präsent sein. Wir werden in überschaubarer Zeit in Brüssel auftreten.
und wir werden eine ganze Fülle von Dingen tun, die für sich gesehen alle nicht spektakulär sind, die aber in der Summe deutlich machen, wenn wir Chancen haben, warten wir nicht, dass andere etwas tun, sondern wir möchten gerne diejenigen sein, die an der Spitze dieser Entwicklung sind. Auch in einem scharfen Wettbewerb kann es nicht schaden, wenn man sich früh aufmacht, meine Damen und Herren. Die Stärkung des Finanzplatzes ist wichtig, und sie ist gut für unser Land. Meine Damen und Herren, es geht nicht doppelt und dreifach unterstrichen um die so viel gescholtenen Banker, sondern es geht um etwas völlig anderes. Wenn wir international stärker werden, dann werden wir auch international sichtbarer. Das erhöht die Attraktivität unseres Standorts. Und mit der Erhöhung dieses Standorts haben wir auch bessere Chancen in einem globalisierten Wettbewerb. Und diese Chancen sind dann eben wirtschaftlicher Zuwachs, sind dann eben auch zusätzliche Arbeitsplätze und ist vor allen Dingen eine Sicherung für die Zukunft. Wir müssen alles tun, damit es nicht nur heute gut läuft. Wir müssen auch alles tun, damit es auch in Zukunft gut läuft. Und so verstehen wir Chancen wahrnehmen, meine Damen und Herren. Und das ist dann eben im besten Sinne von Ludwig Erhard Arbeit mit dem Ziel Wohlstand für alle. Das ist eine Chance, nicht nur für die Stadt Frankfurt, sondern für die ganze Region. Die Debatte muss man international anlegen. Ich habe gestern in einer Pressekonferenz gesagt, im internationalen Maßstab ist Gießen, ist die Bergstraße Stadtgebiet. Vielleicht nicht Innenstadt, aber Stadtgebiet. Deshalb, wenn wir über die Dinge sprechen und wenn wir darüber sprechen, dass mit einem Zuwachs an Unternehmen, Zuwachs an Arbeitsplätzen, auch ein Zuwachs an Bevölkerung einhergeht, dann sind das natürlich auch Herausforderungen, die wir annehmen, die wir sehen. Die Sorge um stärkere Verdrängung an einem schon angespannten Wohnungsmarkt ist doch klar. Aber das ist eben nicht nur ein Thema für Frankfurt, sondern es ist die ganze Region. Und deshalb müssen wir auch Antworten geben für die ganze Region. Ich darf hier einmal darauf verweisen, Frau Kollegin Hinz hat vor knapp 3 Monaten in einer sehr umfassenden Erklärung dargelegt, all das, was das Land Hessen zu dem Thema Wohnungsversorgung, preiswerte Wohnungen vorhat. Die Allianz für Wohnen ist munter unterwegs. Wir haben dort ein Bündnis der Bau- und Wohnungswirtschaft, der Kommunen, der Mieter, der Eigentümerverbände und viele andere. Und es geht auch nur gemeinsam. Wir sind dort sehr dabei. Und zur Erinnerung, dieses Land und diese tragenden Fraktionen, die darauf aufbauende Landesregierung, haben entschieden, bis 2019 1 Milliarde für den Wohnungsbau in diesem Land zur Verfügung zu stellen. Also, wir sind gerüstet, und wir lassen da auch nichts anbrennen. Vielleicht sollte man auch eine Bemerkung machen aus gegebenem Anlass zu den Zahlen, die da unterwegs sind. Wenn ich da gelegentlich lese, dass da Zehntausende alle unterwegs sind, um von London nach Frankfurt zu kommen, meine Damen und Herren, das ist purer Unsinn. Vielleicht nur einmal eine Größenordnung. Wenn wir über die Europäische Bankenaufsicht sprechen, das sind etwa 170 Mitarbeiter. Natürlich wollen wir sehr viele private Unternehmungen auch ansprechen. Das werden dann deutlich mehr sein. Aber alles in allem erscheint es mir eine überschaubare Situation. Und wenn insbesondere die Immobilienwirtschaft täglich mitteilt, dass eher Hunderttausende kommen, bin ich nicht frei von der Vermutung, dass das nicht von der Sache getrieben ist, sondern eher auch von der Idee, einen schon angespannten Markt noch weiter anzuheizen. Meine Damen und Herren, wir sollten am Ende vermeiden, dass die Menschen, die hier sind, Angst haben vor denen, die eventuell kommen, und die, die eventuell kommen, Angst haben davor, dass sie hier nicht willkommen sind. So kann man Zukunft nicht gewinnen. Ich darf Sie an die Redezeit erinnern, Herr Ministerpräsident. Herr Präsident, der Brexit ist eine historische Entscheidung und gibt uns eine Chance, die nach menschlichem Ermessen in vielen Jahren nicht wiederkommt. Deshalb ist es richtig, diese Herausforderung anzunehmen und Zukunft zu gestalten. Und das heißt dann eben Risiken erkennen, Chancen wahrnehmen und die Herausforderungen meistern. Und aus gegebenem Anlass will ich auch noch ein Wort sagen zu dem Thema Fusion Deutsche Börse. Das passt ja gut in die Landschaft.
Dieser Landtag hat mehrfach deutlich gemacht, dass es ein politischer Wunsch ist, dass der Sitz dieser Börse bei uns bleibt. Das ist auch der politische Wunsch der Landesregierung. Das muss man aber trennen davon, dass eine Aufsichtsbehörde, und das ist hier das Wirtschaftsministerium, erst entscheiden kann, wenn es überhaupt einen Antrag gibt und wenn man die Verhältnisse kennt, in denen man dann einen Antrag zu bescheiden hat. An beidem fehlt es. Und eine Genehmigungsbehörde, die schon bevor sie einen Antrag hat, vorher öffentlich verkündet, wie sie denn denkt zu entscheiden, würde mit Sicherheit nicht sachgerecht arbeiten. Ein solches Verfahren würde vor keinem Gericht Bestand haben. Und deshalb bleibt es dabei. Es wird ganz genau nach Recht und Gesetz entschieden. Den politischen Willen tragen wir gemeinsam. Die juristisch saubere Entscheidung werden wir dann treffen, wenn es soweit ist und wir überhaupt mal einen Antrag vor uns haben. Ich sage aber auch, es ist doch völlig klar, dass diese politische Entscheidung auf die zu treffende Genehmigungsentscheidung oder Ablehnungsentscheidung von allergrößtem Gewicht sein wird. Ich glaube, so weit darf man gehen. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass sowohl die Frankfurter Börse, die deutsche Börse, wie auch ihre Kollegen in London das angemessen würdigen und entsprechend darauf reagieren, meine Damen und Herren. Wir haben uns auf 20 Minuten verständigt. Das will ich nicht allzu sehr überholen. Aber lassen Sie mich noch einen Gedanken loswerden. Nach dieser Entscheidung gab es eine Flut von Stellungnahmen, was Europa jetzt tun muss. Die einen sprechen von Vertiefung, die anderen sprechen von Rücküberlagerung in die nationalen Parlamente. Es wird gefordert, dass jetzt ganz viel unternommen werden muss, zum Beispiel zur Bekämpfung der bedrückenden Jugendarbeitslosigkeit im Süden Europas. Und das Schöne an all diesen Forderungen ist, sie passen in nichts zusammen. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Herr Schulz, hat in einem großen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor einigen Tagen unter der großen Überschrift mit Herzblut und Leidenschaft seine Sicht der Dinge dargestellt. Er hat deutlich gemacht, dass es sehr schwer ist, für die Bürger Europas zu erkennen, wie das eigentlich alles läuft. Ja, sehr kenntnisreich, dieses komplizierte Entscheidungsgeflecht. Und seine Antwort lautet, Weiterentwicklung der Europäischen Kommission zu einer europäischen Regierung und einem europäischen Parlament. Wenn Herr Schulz sagt, mit Leidenschaft und Herzblut für Europa, stimme ich ihm ausdrücklich zu. In dieser Fortentwicklung stimme ich ihm nicht zu. Es hätte eine Logik, aber ich halte es für falsch, ungeachtet davon, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in den nächsten Jahren 27 Staaten so weitreichende Entscheidungen treffen würden. Aber man muss sich immer wieder klarmachen, Europa, das war die Vielfalt in der Einheit der Europäischen Gemeinschaft. Europa, so wie wir uns das vorstellen, war nicht die Auflösung der Nationalstaaten mit einer Regierung, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es falsch. Im Übrigen allein die Debatte um CETA ist ein schönes Beispiel. Wer dem Schulzschen Gedanken folgt, mit einem Parlament kann nie auf die Idee kommen, dass da noch nationale Parlamente darüber zu entscheiden hätten. Man kann das links oder rechts rum betrachten. Ich finde es richtig, wie es jetzt läuft, dass die nationalen Parlamente das machen. Aber die klare Regelung, eine Regierung, ein Parlament, führt dann konsequenterweise auch zu anderen Antworten, wie sie hier breit diskutiert wird. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Niemand kann kalt lassen, wenn in einigen Ländern Europas die Hälfte der jungen Menschen keine Arbeit und keine Perspektive haben. Das kann auch uns nicht kalt lassen. Wir sind in der fabelhaften Situation, wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit der Welt. Das ist toll. Und jetzt ist doch die spannende Frage, was können wir tun? Und es sind wieder viele unterwegs, die fordern schuldenfinanzierte Milliardenprogramme, damit dort sich etwas bewegt. Ich kann und will auch, wenn die Zeit überzogen ist, nicht darauf verzichten, weil es mir wichtig ist. Über 6 Milliarden hat die Europäische Union zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung gestellt. Das Geld ist entweder nicht abgerufen worden oder wirkungslos verpufft. Die schlichte Wahrheit ist, mit schuldenfinanzierten Programmen kann man Strukturveränderungen in den Ländern, die wirtschaftlich nicht auf die Beine kommen, nicht ersetzen, sondern sie müssen selbst etwas tun. Und unsere Solidarität kann nur gelten, mit der Solidität derer, die dann auch unsere entsprechende Solidarität erfahren, meine Damen und Herren. Anders kann das nicht laufen.
wenn ich ausdrücklich dafür plädiere, dass wir als Deutsche uns, weil wir so eine starke Wirtschaft haben, ein starkes Land sind, mehr als andere engagieren, so kann ich aber auch vor unseren jungen Menschen nicht verantworten, dass wir ihnen dauerhaft Schulden auferlegen, die sie dann abtragen müssen, und im Ergebnis wir den anderen nicht einmal helfen. Meine Damen und Herren, das ist nicht, lieber Herr Kollege Schmidt, das ist nicht deutsche Besserwisserei oder Belehrung. Das ist die schlichte Erfahrung aus den letzten Jahren. Und deshalb ist jetzt Europa auch gefordert, wichtige Strukturveränderungen vorzunehmen. Lieber Herr Kollege Schmidt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie eine andere Auffassung haben. Und deshalb, wenn, dann ist das bedauerlich. Ich kann es Ihnen gerne noch einmal erklären. Packen wir es einmal zusammen. Europa ist in einer schwierigen Lage. Man muss davon sprechen, dass sie in einer ernsthaften Krise ist. Ich habe ganz bewusst zu Beginn gesagt, worum es aus meiner Sicht geht, nicht um die kleine Münze. Und Krisen sind aber auch Chancen. Und deshalb möchte ich gern den ersten Ehrenbürger Europas zum Schluss zitieren. Der große französische Politiker Jean Monnet hat damals vor einem halben Jahrhundert formuliert, Europa wächst an seinen Krisen. Ende des Zitats. An diesem Wachstum für ein friedliches, für ein erfolgreiches Europa mitzuwirken und gleichzeitig die Chancen für Hessen entschlossen wahrzunehmen, das ist für diese Landesregierung Auftrag und Verpflichtung zugleich. Vielen Dank. Zwölf Minuten drüber. Geht schon. 32, ja. Also 4 Minuten für die Diskussion jeweils. Meine Damen und Herren, damit ist die Regierungserklärung abgegeben. Es wächst den Oppositionsfraktionen jeweils 4 Minuten zu. Das heißt also jetzt 24 Minuten. 3 mal 4 ist 12. Klar. Also nach meinen mathematischen Kenntnissen. Ja, 4 pro Fraktion. Damit eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat der Vorsitzende der Fraktion der SPD, Herr Abg. Schäfer-Gümbel. Bitte schön. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will zunächst dem Ministerpräsidenten für seine Regierungserklärung zu einem wahrlich wichtigen Thema danken, weil es uns die Gelegenheit gibt, in diesem Parlament über die Konsequenzen aus dem Brexit nicht nur für Hessen, sondern vor allem auch für Europa und damit uns alle zu diskutieren. Ich will aber gleich am Anfang sagen, dass es neben manch Verbindenden zwischen der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten auch manches Unterschiedliche zu sagen geben wird. Vertrauen durch Stabilität. Darum geht es aus meiner Sicht, wenn wir Europa zusammenhalten wollen. Viele haben aus meiner Sicht den Blick dafür verloren, was auf dem Spiel steht. Europa ist ein Friedensprojekt und damit in allererster Linie den Menschen verpflichtet, allen Menschen, auf Lesbos, auf Lampedusa und in London. Egal, wo sie sind, wir sind eben mehr in Europa als eine Verwaltungseinheit. Es ist uns gelungen, in den letzten Jahrzehnten Mord, Grauen und Krieg in Europa zu überwinden. Das ist die Idee, die Menschen unterschiedlicher Länder und Kulturen über Jahrzehnte zusammenwachsen hat lassen, die die Angst voreinander überwunden haben. Die Idee, dass wir uns schrittweise annähern. Eine Idee, die Frieden schafft und Vertrauen. Die Europäische Union hat unserer Generation so viel gegeben. Es ist kaum möglich, das alles aufzuzählen. Schüleraustausche, Interrail, Erasmus-Auslandsjahre, Arbeiten in Spanien, bezahlen mit dem Euro und vor allem, und das kann nicht häufig genug wiederholt werden, die Freiheit von Angst vor dem Nachbarn.
Dieses Europa gehört den Menschen. Es gehört den Menschen, die sich täglich um Verständigung bemühen, den Ehrenamtlichen, den Städtepartnerschaften, den Schülerinnen und Schülern, den Europäischen, die sich mit europäischen Nachbarn austauschen, den Menschen, die an Europa glauben und uns vertrauen wollen. Um aber Vertrauen zu gewinnen, brauchen wir Stabilität. Der menschliche Reflex wäre nun zurückzuschrecken und zu sagen, wir sind zu weit gegangen. Kaum hatten die Briten abgestimmt, setzte die Kakophonie der selbsternannten Experten ein. Wir brauchen mehr Europa, wir brauchen weniger Europa. Wir brauchen einen Kern Europa, wir müssen mehr Haushaltskonsolidierung betreiben, wir müssen mehr ausgeben. Die Menschen Europas sind verunsichert. Die Verunsicherung rührt daher, dass Europa nicht in der Lage war, eine zufriedenstellende, eine menschliche Antwort auf die größten beiden europäischen Krisen der letzten Jahre zu finden, die Bankenkrise und die Flüchtlingskrise. Die Bewältigung, wenn man davon überhaupt sprechen kann, der Ersteren hat bei vielen Menschen das ungute Gefühl hinterlassen, irgendwie übers Ohr gehauen worden zu sein. Irgendetwas war nicht ganz richtig und nicht ganz fair. Dann wurden Sparprogramme über Sparprogramme verordnet. Viele Menschen in vielen Ländern sahen ihre schlimmsten Befürchtungen in Bezug auf die Bankenkrise bestätigt. Sie müssen die Wettschulden begleichen für ein Spiel, an dem sie nie teilnehmen wollten. Einige wenige haben eine wilde Party gefeiert, ein rauschendes Fest, und der große Rest in Europa darf sich nun ums Aufräumen kümmern. Das war und ist nicht gerecht. Deshalb leben ganze Familien in Griechenland von den bescheidenen Renten der Großmütter. Deshalb sind Millionen junger Menschen in Europa arbeitslos. Deshalb gibt es in Griechenland nach kurzer Arbeitslosigkeit keine Krankenversicherung mehr. Deshalb verlieren in Spanien ihre Zuhause. Was bleibt, ist ein Gefühl von Ungerechtigkeit und Unsicherheit. Die Flüchtlingskrise führt uns jeden Tag unser Versagen vor Augen. Das Versagen als Staatengemeinschaft und unser Versagen als demokratische Staaten. Wir haben viel zu lange weggeschaut in Zeiten, als Italien und Griechenland versuchten, die Fliehenden quasi im Alleingang, Herr zu werden. Bequem war es doch, sich auf Dublin zu berufen. Es schien doch opportun, Mare Nostrum die Gelder zu verweigern, als Italien allein und ohne jegliche europäische Unterstützung versuchte, die Menschen im Mittelmeer zu retten. Erst als die Menschen sich auf den Weg über die Alpen machten, zu uns kamen, erst dann wurde es plötzlich ein europäisches Problem, als ob es vorher keins gewesen wäre. Was wir brauchen, ist Stabilität, wir brauchen Sicherheit und Verlässlichkeit, und wir brauchen dringend wieder das Gefühl, gemeinsam etwas geschaffen zu haben, was beschützenswert und erhaltenswert ist. Stabilität, und es erstaunt mich kaum noch, dass Herr Schäuble diese brisante Situation nutzte, um mal die Kette seiner politischen Irrtümer noch ein paar Perlen mehr zu reihen. Auch so kann man übrigens in die Geschichte eingehen. Erreichen wir jedenfalls nur eins, nämlich Rückschritt. Jeder, der meint, den Menschen Sicherheit zu geben, indem wir uns zurückbewegen, ist nicht nur historisch mit Blindheit geschlagen, sondern hat auch noch in bedauernswerter Weise nicht verstanden, worum es in diesen Tagen und Wochen in Europa eigentlich geht. Wie häufig in der Geschichte ist alles, was erreicht wurde, irgendwann selbstverständlich geworden. Dies kann niemandem zum Vorwurf gemacht werden, weil genau das war das Ziel der europäischen Einigung. Die Erfolge werden hingenommen, das Erreichte ist selbstverständlich geworden, und dennoch herrscht ein Gefühl der Verunsicherung und Verlorenheit. Viel wird noch über Brexit zu reden und zu schreiben sein, aber erste Untersuchungen haben ergeben, dass es sich bei den Austrittsbefürwortern nicht um alte, weiße, männliche Globalisierungsverlierer handelte, wie es uns in den ersten Stunden als Analysen vorgelegt wurde. Ein näherer Blick auf die Auswertung zeigt, dass es sich bei der Stimme für oder gegen den Brexit vor allem um eine Wertedebatte handelte. Es war eine Stimme von Menschen, die Ordnung mögen, für die Sicherheit,
Wurzeln und Verlässlichkeit eine große Rolle spielte, versus Menschen, die kulturelle Unterschiede begrüßen, die Individualismus und eine Offenheit und Freiheit begrüßen. Was wir brauchen, ist Stabilität. Mit Stabilität kommt Sicherheit. Mit Sicherheit kommt Vertrauen. Wir können nicht zurück, weil wir uns mitten auf dem Weg befinden. Kein Wanderer würde jemals zurückkehren, wenn das Ziel besser erreichbar ist als der Ausgangsort. Jeder Rückschritt würde die Sicherheit, die zuerst überall herrscht, nur vertiefen. Wir müssen dringend die Schritte gehen, die auf einer gemeinsamen Geldpolitik folgt. Und das bedeutet vor allem und als allererstes, wir brauchen endlich eine gemeinsame Fiskalpolitik in Europa. Ich will das offen sagen, dass ich natürlich die Zögerlichkeit des einen oder anderen verstehe. Aber wer mit Blick auf die Herausforderungen in Europa, die Notwendigkeiten in Wachstum und Beschäftigung und Arbeit und Ausbildung zu investieren, jetzt nicht weitergeht, der versündigt sich an diesem Europa. Europa ist mehr als die Aneinanderreihung von Fototerminen der Kanzlerin. Europa braucht endlich eine gemeinsame Fiskal- und Wachstumspolitik. Ansonsten wird Europa zerbrechen. Dass die einen hier der Austeritätspolitik auch weiter das Wort reden, und der Ministerpräsident hat es ja angedeutet, das mag für Sie ideologisch irgendwie in Ordnung sein. Aber ich will Ihnen auch sagen, mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse in der Europäischen Union, in den Staaten, in der Europäischen Kommission ist das auch eine Auseinandersetzung und vor allem auch ein Versagen der europäischen Konservativen, weil sie regieren seit über einem Jahrzehnt mehrheitlich in den Gremien. Und Sie sind es vor allem, die nicht entschieden genug in der Lage waren, sowohl auf die Bankenkrise als auch auf die Flüchtlingskrise zu reagieren. Und deswegen sage ich Ihnen, wir werden über die politischen Konsequenzen hinaus zu reden haben. Wir brauchen eine Veränderung in der Europäischen Union, weil ansonsten wird sich Europa an den Rändern weiter auflösen. Und die Menschen, die verunsichert sind, sich den schamlosen Demagogen vom Schlage eines Nigel Farage oder eben auch anderen zu folgen, statt den vielen, die Stabilität oder die die Stimme der Vernunft sind. Wir brauchen ganz dezidiert mehr Stabilität. Wir brauchen eine gemeinsame Fiskalpolitik, was wiederum auch bedeutet, auch das will ich ausdrücklich sagen, dass wir eine stärkere politische Union brauchen. Und ich will ausdrücklich sagen, Herr Ministerpräsident, Martin Schulz hat nicht von einer alleinigen europäischen Regierung mit Parlament gesprochen. Er hat von Transparenz gesprochen. Er hat von Zweikammernsystem, von einer Weiterentwicklung gesprochen. Jenseits aller Zuspitzungen, die ich gerade selbst versucht habe vorzunehmen, sollten wir in dieser Lage schon auch noch in der Lage wechselseitig sein, die Differenzierungen in den Positionen wahrzunehmen, weil es jetzt fahrlässig wäre, in den schwierigen Fragen, die vor uns stehen, jetzt auf diese Art und Weise versuchen, parteipolitische Geländegewinne zu bringen. Ich bleibe dennoch dabei, dass die Aufgaben, die jetzt in Europa entstehen, eben auch Aufgaben sind, die sich vor allem und zuallererst auch an uns richten. Und ich will sehr wohl auf einige Ihrer wenigen konkreten Punkte zu Hessen eingehen, sie aber gleichzeitig in die vier Notwendigkeiten, wie ich sie sehe, für Europa und unser eigenes Handeln, unsere eigene Verantwortung, weil man diese Verantwortung nicht delegieren kann, beschreiben. Das Erste und das Wichtigste ist, und da bleibe ich dem, was ich schon gesagt habe, treu, die soziale Ungleichheit in Europa ist ein unkalkulierbarer Sprengstoff. Und wir müssen alles darauf setzen, die soziale Ungleichheit in Europa zu überwinden. Sie haben zu Recht das Stichwort der Jugendarbeitslosigkeit angesprochen. Man muss sich nur vorstellen, dass wir eine ähnliche Situation in der Bundesrepublik Deutschland hätten, wie wir sie derzeit in Spanien, in Italien oder in Griechenland vorfinden, wo 50% der unter 25-Jährigen ohne Arbeit und Ausbildung sind. Sie haben eben auf die Frage der 6 Milliarden € der Europäischen Kommission hingewiesen. Ich will Ihnen sagen, diese 6 Milliarden ist eine solche Mogelpackung, wie ich selten eine gesehen habe. Diese 6 Milliarden sind zustande gekommen. Diese 6 Milliarden sind zustande gekommen, weil man alle Haushaltsausgabereste irgendwie zusammengekratzt hat, weil
unter anderem Bundesfinanzminister Schäuble, nicht bereit war, mehr Impulse zu geben. Und das Ergebnis davon ist, wenn Sie jetzt davon sprechen, es würde nicht abgerufen, was ja auch stimmt. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil 40 Cent pro Auszubildenden und Tag in Andalusien nichts bewirken können. Und das ist die Wirkung des Programms. 40 Cent pro Auszubildenden in Spanien. Und ich sage Ihnen, Herr Bouffier, Sie können gerne noch einmal rankommen, dann vertiefen wir das, 40 Cent pro Auszubildenden nach diesem Programm. Und ich sage Ihnen, solche Programme dienen vielleicht dem einen oder anderen hier im Raum, eine bequeme Beruhigungspille zu haben, um sich anschließend darauf auf die Schulter zu klopfen, dass irgendetwas getan wurde. Aber für die Jugend in Europa ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir brauchen mehr. Ich sage Ihnen, wenn Sie das Beschäftigungsthema nicht lösen, nur das Ausbildungsthema, dann ist die Gefahr groß, dass Europa scheitert. Und ich sage das hier mit solcher Werf, weil der Ministerpräsident in seinen Ausführungen zur Bedeutung Europas ausdrücklich recht hat. Und deswegen müssen wir die Aufgabe in der Tat ernst nehmen. Ich will allerdings auch sagen, wenn er dann davon spricht, nach dem Motto, man wolle Schuldenprogramme machen, ich will Ihnen sagen, zu was der Ministerpräsident bei diesem wichtigen Thema heute nichts gesagt hat. Er hat nicht über den Themenkomplex Flüchtlinge im Kontext dieser europäischen Fragen und des Brexits gesprochen, des Migrationskurses. Er hat nicht über die Bekämpfung von Steuerflucht und Steuerhinterziehung gesprochen, was allerdings die Voraussetzung dafür ist, dass wir die notwendigen europäischen Mittel bekommen. Ich sage das nur deswegen, Herr Boddenberg, weil man sich nicht hier hinstellen kann als Ministerpräsident davon erreden, nach dem Motto, man wolle keine Schuldenfinanzierung, und es würde schon genug zu tun, und dann solche Fragen zu ignorieren. Das ist nicht zulässig, wenn man sich ernsthaft mit dieser Frage beschäftigt. Ich sage es Ihnen noch einmal, 40 Cent pro Auszubildenden in Spanien ist ein Tropfen auf den heißen Stein, der den Jugendlichen dort überhaupt nichts bringt. Der Ministerpräsident hat aus meiner Sicht zu Recht einige Sätze zum Thema der Wohnungspolitik gesagt. Ich will das kurz an dieser Stelle einschieben, weil die Frage in der Tat, ob das am Ende 5.000, 10.000, 15.000 oder 500 sind, in der Tat im Moment niemand präzise sagen kann. Da gibt es die unterschiedlichsten Untersuchungen, die sind auch alle interessensgetrieben. Dass wir ein Wohnungsthema haben, ist völlig klar. Ihre Zahl mit der 1 Milliarde, die Sie wahrscheinlich auch persönlich organisiert haben, mit Blick darauf, dass das viele Bundesmittel sind, dass wir einen Teil davon gemeinsam verabredet haben, dass das sozusagen nie eine Rolle spielt, sondern dass es immer Sie alleine sind, verdeckt, sage ich mal, hinter der allgemeinen Debatte hier im Haus, dass das nicht reichen wird. Wenn ich das ernst nehme, was Frau Hinz an Wohnungsbauprognose vor dem Brexit definiert hat, dann wird das, was Sie ausgeführt haben, in Wiederholung dessen, was wir vorher gemacht haben, was vorher schon nicht gereicht hat, ganz sicherlich nicht am Ende auskömmlich sein. Auch das muss am heutigen Tage gesagt sein. Ich sage das auch deswegen, Herr Ministerpräsident, weil die Auseinandersetzungen, das Auseinanderspielen von verschiedenen Gruppen wird dort weitergehen. Ach, da haben Sie auch mal wieder was zu sagen. Auch nett. Ja, Sie können ja auch nach vorne kommen, dann tauschen wir uns darüber aus. Ich habe eben angekündigt, Herr Generalsekretär, dass ich nicht in allen Punkten mit dem Ministerpräsidenten einig bin. Und Sie werden akzeptieren müssen, dass wir nicht hier kniend durch den Saal robben und immer dieser Regierung sozusagen Beifallsbekundungen zuteil werden lassen, wenn es Widersprüche in ihrer Politik gibt. Und man kann nicht über die fehlerhaften Finanzierungen reden, wenn man nicht gleichzeitig auch über Steuerhinterziehung und andere Fragen redet, wie man auch bei anderen Themen nicht so tun kann, als gäbe es immer nur eine Seite. Und es ist nun einmal unser Job, Sie darauf hinzuweisen, Herr Pentz. Der Ministerpräsident hat recht, dass man auch in einer solchen Situation über die Frage nachdenken muss, was kann man denn jetzt in London tun? Und ich will ausdrücklich mit Blick auf den Finanzplatz einige wenige Bemerkungen machen. Ja, ich wiederhole es. Ich halte die Börsenfusion zwischen der LSE und der Frankfurter Börse in den jetzt bekannt gegebenen Rahmenbedingungen für tot, für mausetot. Ich halte es nicht für vorstellbar, dass unter den Bedingungen, auch den gesetzlichen Vorgaben, das jetzige Projekt bei dem, was an Rahmenbedingungen öffentlich ist, zustimmungsfähig ist. Ich habe hier mehrfach gesagt, Herr Ministerpräsident, um Sie gleich in Schutz zu nehmen,
dass ich nicht vom Wirtschaftsminister erwarte, dass er dazu etwas sagt, weil das, was Sie ausgeführt haben, völlig richtig ist. Aber ich hätte mir schon erwartet, dass der Ministerpräsident dazu, sage ich mal, ein paar mehr Bemerkungen macht. Und ich will mit Blick auf das Thema, wie man sich jetzt in London aufstellt, Sie zumindest mit vier kleinen Zahlen konfrontieren. Rhein-Main Finance, die Plattform, mit der wir die Finanzplatzaktivitäten der letzten Jahre entwickelt haben, übrigens parteiübergreifend, Zustimmung. Gute Arbeit. Budget 1,1 Millionen € im Jahr. Luxemburg mit ihrer Plattform in diesen Tagen bei 3,6 Millionen €. London mit derselben Plattform für die Werbung des Finanzplatzes London 28 Millionen Pfund pro Jahr. Paris mit der Versuch der Werbung, einer sehr aggressiven Werbung in diesen Tagen, geschätzte 40 Millionen €, die an Aktivitäten gestemmt werden. Ich will damit ausdrücklich nicht den Umkehrschluss machen. Ich will ausdrücklich nicht den Umkehrschluss, Herr Boddenberg, sagen, dass sozusagen nur mehr Geld am Ende bedeutet, seine Aktivitäten zu machen. Aber wer mit den Großen auf dieser Welt sich bewegen will, der muss seine Anstrengungen schon ein bisschen verstärken. Die 1,1 Milliarden werden es ganz sicherlich nicht richten. Das habe ich auch nicht gesagt, Herr Boddenberg. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, welche Budgets an anderer Stelle zur Verfügung stehen. Sie können ja auch anfangen, Geld einzusammeln. Aber der Punkt ist, das tun Sie nicht. Ihr Finanzplatzkabinett, Ihr großartig, das vor ein paar Jahren an einer anderen Stelle eingerichtet haben, das hat doch seit 2,5 Jahren nicht mehr getagt. Das ist doch lächerlich, was Sie hier veranstalten. Ich will auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil es natürlich nicht um den Finanzplatz geht, weil die ökonomischen Auswirkungen werden natürlich an anderer Stelle auch noch einmal. Es wird an anderer Stelle auch noch eine große Rolle spielen. Ich will nur einen einzigen industriepolitischen Hinweis geben. Opel. Opel hat im vergangenen Jahr 311.000 Fahrzeuge von 1,1 Millionen Gesamtproduktion in Großbritannien abgesetzt. In zwei Werken mit 3.000 Beschäftigten, das sind immerhin 10% der Gesamtbelegschaft, wird dort viel Wertschöpfung organisiert. Und das ist nach dem Brexit und den Konsequenzen aus dem Brexit wird das eine Baustelle. Deswegen geht es um deutlich mehr als den Finanzplatz. Wir werden viele Fragen haben. Und deswegen, ja, ich bin da ganz beim Ministerpräsidenten, was dieses Thema angeht. Der Brexit ist ein ökonomischer, aber ich sage auch ein sozialer und kultureller Schaden, nicht nur für Großbritannien, sondern auch für Europa und Hessen. Und deswegen ist es richtig, sich damit zu beschäftigen. Und wir werden uns sicherlich noch sehr oft damit zu beschäftigen haben. Ich will allerdings drei weitere Punkte ansprechen, die notwendig sind, in eigener Verantwortung zu machen. Das zweite Thema ist ausdrücklich auch unsererseits, Impulse zu setzen für die weitere demokratische Entwicklung. Das will ich auch ausdrücklich sagen, weil das Scheitern der Europäischen Union in den letzten Jahren ist vor allem und vorrangig immer ein Scheitern und Versagen des Europäischen Rates, also der Vertretung der Nationalstaaten, der Mitgliedstaaten, die nicht in der Lage waren, zu politischen Verabredungen zu kommen. Und deswegen werden wir auch mit Blick auf die wechselseitige Stimmungsmache nach dem Motto, wenn mal was nicht funktioniert, immer Brüssel verantwortlich zu machen, uns mal selber an der Nase fassen müssen, ob wir vielleicht gelegentlich auch Selbstbeiträge dazu tun. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, den will ich mit ein paar Zahlen einführen, die vor wenigen Tagen öffentlich wurden, weil nach Zahlen des Eurobarometers war es erschreckend, was eigentlich die Briten über die europäischen Institutionen wissen. Sie sind bei ihrem Wissen über das, was Europa ausmacht, in dieser Auswertung auf dem letzten Platz. Deswegen ist der Bildungsauftrag ein wesentlicher. Und das ist vor allem ein landespolitisches Thema. Ich glaube, dass wir über die Frage des Politikunterrichts in unseren Schulen noch einmal nachzudenken haben, dass wir die Frage zu klären haben, wie wir Demokratie, wie wir Europa auch in der Lehrerbildung stärken, wie wir die politische Bildung stärken, um die Erfahrungen mit Europa stärker zu machen. Ich finde übrigens auch, dass der Schulaustausch gestärkt werden muss, und zwar deutlich über die gymnasialen Bildungsgänge hinaus. Auch dort muss deutlich mehr getan werden, auch mit Blick auf die beruflichen Schulen. Und ich kann mir beispielsweise auch vorstellen, dass man gerade in der jetzigen Phase über die Frage einer britischen Partnerschaft
nachdenkt, weil ich auch der Auffassung bin, dass wir nicht die Brücken abreißen dürfen. Die dritte oder vierte Bemerkung, die ich machen will, ist, dass wir auch die Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten entschieden aufnehmen müssen. Wörtlich: Johanna Burger, eine Deutsche am Londoner Theater, sagte nach dem Brexit fühle ich mich als Deutsche in England nicht mehr gleichermaßen willkommen. Und in dieser Woche sind Zahlen veröffentlicht worden, die das erschreckend unterstreichen. 52% der Menschen in Großbritannien denken, dass sie innerhalb der Europäischen Union frei entscheiden sollten, wo sie leben und arbeiten können. Aber nur 36% denken, dass dieses Recht auch für die anderen Menschen gelten sollte, die gerne in Großbritannien leben und arbeiten möchten. Die rechten Brandstifter und Populisten haben somit schon viel mehr erreicht, als uns manchmal bewusst ist. Sie haben es nämlich geschafft, dass Menschen die eigenen Rechte für wichtiger halten als die der anderen. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir Neid, Hass und Missgunst entschieden entgegentreten. Nicht in meinem Namen. Love, not leave. Nichts ist mit der EU vergleichbar. We love EU. Das alles stand auf den Plakaten der jungen Menschen, die nach dem Brexit in London auf die Straße gegangen sind. Diese jungen Menschen wollen in Europa bleiben, und wir wollen, dass das auch so geht. Aber es ist natürlich nach dieser Entscheidung deutlich komplizierter gewesen. Die Europäische Union wurde gegründet, um den Frieden bei uns zu stärken. Länder wie Spanien und Portugal wurden Teil von uns, um ihre jungen Demokratien zu sichern. Um die osteuropäischen Länder wurden Teil von uns als neues Selbstverständnis, als Gegenentwurf zum Kommunismus. Alles sehr unterschiedliche Gründe, doch Frieden, Demokratie und Wohlstand sind weiterhin unsere tragenden Säule. Sie erleben momentan viele Herausforderungen, doch wir können sie meistern. Wir sollten jedoch die Vielfalt und den Zusammenhalt als wichtigste Säule ergänzen, damit unser Haus Europa stabil bleibt. Ich komme, und das ist mein letzter Satz, Herr Präsident, ich komme gerade aus China zurück, einem großen Land, das neidisch auf das schaut, was wir mit der Europäischen Union geschaffen haben. Denn gerade Vielfalt und Zusammenhalt sind dort sehr gefragt. John F. Kennedy sagte einmal, das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Und genau so ist es. Wir sollten die Gelegenheit für eine Neugründung Europas nutzen. Die Verantwortung dafür kann man aber nicht an irgendjemand anders delegieren. Es ist und bleibt zuallererst unsere eigene Verantwortung. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Als Nächstes hat das Wort für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Herr Abg. Wagner. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind im Juni bei unserer letzten Plenarsitzung am 23. Juni, also am Tag des Referendums, auseinandergegangen und hatten, glaube ich, alle miteinander die Hoffnung, es wird schon irgendwie gut gehen. Wir konnten uns, glaube ich, alle nicht wirklich vorstellen, dass Großbritannien tatsächlich in einer Volksabstimmung dafür stimmt, die Europäische Union zu verlassen. Und als wir dann am nächsten Tag wach wurden mit der Meldung, mussten wir, glaube ich, alle ziemlich in uns gehen. Und uns allen war bewusst, es ist ein tiefer Einschnitt passiert. Denn was war bis zu dieser Entscheidung der Auftrag, und was bleibt auch der Auftrag der Europäischen Union, so wie er im EU-Vertrag niedergelegt wird? Ich zitiere aus diesem EU-Vertrag: die Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas. Und dieser Auftrag, der uns weiter einen sollte, hat einen Riss bekommen, weil zum ersten Mal, seit ich politisch denken kann, und so geht es, glaube ich, vielen Leuten meiner Generation, ist Europa nicht größer geworden mit diesem Referendum, sondern ist Europa kleiner
geworden. Das sollte für uns alle die Verpflichtung sein, die europäische Idee hochzuhalten, für die europäische Idee zu werben und dafür zu sorgen, dass die Vorteile der Europäischen Union allen Menschen auf diesem Kontinent klar werden, damit wir weiter daran arbeiten, dass es eine tiefere und eine engere Europäische Union gibt. Selbstverständlich ist das Votum der Britinnen und Briten zu akzeptieren. Und selbstverständlich kann es jetzt in den anstehenden Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich nicht darum gehen, nachzutreten, nicht darum gehen, besonders schlechte Bedingungen für die Kooperation zu vereinbaren. Aber es muss schon auch klar sein, es macht einen Unterschied, ob man Mitglied der Europäischen Union ist oder nicht. Das Signal, man kann sich die Bedingungen aushandeln, man kann die Vorteile von Europa nehmen, ohne die Pflichten von Europa zu akzeptieren. Das darf auch nicht das Signal sein. Und auch hier nehmen wir die Entscheidung des britischen Volkes sehr ernst. Und der Ausgang dieses Referendums, das will ich auch sagen als Vertreter einer Partei, die für direktdemokratische Elemente sind, die für mehr Volksabstimmungen sind, sagt auch gar nichts über Sinn und Unsinn dieser Elemente aus. Denn das wäre ja eine Perversion von direktdemokratischen Elementen, wenn wir die Zustimmung dafür oder die Ablehnung davon abhängig machen, wie die Menschen abstimmen. Nein, direktdemokratische Instrumente sind richtig, unabhängig, richtig oder falsch, das ist hier im Haus umstritten, unabhängig davon, wie die Bürgerinnen und Bürger dann tatsächlich abstimmen. Dieses Referendum hat in Wahrnehmung meiner Fraktion eines sehr deutlich gezeigt, und das sollte uns nicht nur in Großbritannien, sondern in allen Staaten der Europäischen Union beschäftigen. Ein bisschen Populismus geht nicht. Ein bisschen Populismus funktioniert nicht. Die Argumente der Populisten zu übernehmen, um sich einen Vorteil zu verschaffen, um vielleicht auch innerparteiliche Auseinandersetzungen, weil auch das hat bei den Tories eine Rolle gespielt in Großbritannien, für sich zu entscheiden und sich dann zu wundern, dass die Menschen die Argumente glauben der Populisten und dass man dann den Prozess nicht mehr steuern kann, sondern dass dann ein Ergebnis herauskommt, was, glaube ich, auch Herr Cameron nicht gewusst hat. Das darf einen nicht verwundern, denn ein bisschen Populismus geht eben nicht, meine Damen und Herren. Und es gibt in Großbritannien eine lange euroskeptische Tradition. Ich darf an Margaret Thatcher erinnern mit ihrem berühmten Ausspruch "I want my money back". Das war das, was ihr lange Zeit zur Europäischen Union eingefallen ist. Und jetzt Herr Cameron, der versucht hat, einige populistische Argumente zu übernehmen. Es braucht aber nicht die Übernahme der Argumente der Populisten, sondern unser Auftrag muss sein, eine eigene Erzählung, eine positive Erzählung von Europa zu liefern, ein klares Gegenbild zu zeichnen für ein vielfältiges, für ein soziales und für ein ökologisches Europa. Und dieses Referendum hat noch etwas gezeigt, ob uns das gefällt oder nicht. Politik ist niemals alternativlos. Die Britinnen und Briten haben sich für eine Alternative für ihr Land entschieden. Ich finde diese Alternative ausdrücklich falsch, aber es ist eine Handlungsoption gewesen. Und Politik ist immer das Angebot verschiedener Handlungsoptionen, ist immer das Angebot verschiedener Alternativen. Und wir können die Zustimmung zu Europa, wir können die Europäische Union nicht allein damit begründen, dass sie alternativlos ist, sondern wir müssen dafür werben, dass sie die beste aller denkbaren Alternativen für unser Land und für diesen Kontinent ist, meine Damen und Herren. Das Referendum hat ein paradoxes Ergebnis. Ja, die Befürworter des Ausstiegs aus der Europäischen Union haben gewonnen. Aber die eigentlichen Verlierer sind die Populisten in Großbritannien. Die eigentlichen Verlierer sind die Populisten. Weil was haben sie nicht alles vertreten? Was haben sie nicht alles versprochen in dieser Kampagne? "I want my country back", hat Nigel Farage
gesagt. Er will das Land zurück. Ihm geht es um das große Ganze angeblich. Ihm geht es um die Britinnen und Briten. Und was sagt dieser gleiche Nigel Farage, dieser Populist, nach der Entscheidung, I want my life back? Es ging ihm also immer um sich und um sein Leben, aber niemals um die Interessen der Britinnen und Briten. Und diese Botschaft, dass das das Programm der Populisten ist, das wirkt über das Referendum hinaus, und das sollte allen Menschen in ganz Europa eine Lehre sein. Take back control, haben die Populisten gesagt. Take back control. Wir wollen die Kontrolle zurück. Und was haben sie dann gemacht, als sie angeblich die Kontrolle zurückbekommen? Sie konnten mit dieser Kontrolle nichts, aber auch gar nichts anfangen. Die Populisten wissen, wogegen sie sind, aber sie haben keine, aber auch gar keine Idee, wofür sie sind, meine Damen und Herren. Und ich wünsche mir sehr, dass dieses Referendum und auch die Macht von Politik und auch die Macht von Entscheidungen der Bevölkerung bei der Jugend Europas ankommt. Und warum sage ich die Jugend Europas? Wir hatten in Großbritannien in den Umfragen und in den Nachreferendumsbefragungen eine Mehrheit für den Verbleib der Europäischen Union. Und wir hatten diese Mehrheit vor allem bei der jungen Generation. Und dieses Referendum wäre auch für den Verbleib in der Europäischen Union ausgegangen, wenn eben diese jungen Menschen, die am meisten von Europa profitieren, zur Wahl gegangen wären. Und deshalb, ist die Botschaft für alle jungen Menschen in Europa, wählen macht eben doch einen Unterschied. Deine Stimme kann etwas entscheiden. Du hast deine Zukunft selbst in der Hand und mach von diesen Möglichkeiten dann tatsächlich auch Gebrauch, meine Damen und Herren. Dieser Brexit wird selbstverständlich Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation in Großbritannien, in Europa, in Deutschland und in Hessen haben. Es gibt die unterschiedlichsten Untersuchungen. Wer am Ende recht hat, weiß man nicht. Aber die Gefahr, dass dadurch Wohlstandsimpulse geringer werden, dass Arbeitsplätze verloren gehen, ist unheimlich hoch. Und auch das sollten wir deutlich machen, dass mit der Europäischen Union halt eben auch Chancen auf Wachstum und Arbeitsplätze verbunden sind und dass diese Arbeitsplätze gefährdet sind, wenn wir von diesem europäischen Kurs abweichen. Diese Entscheidung hat viele Risiken für den europäischen Prozess. Sie hat viele Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung Europas. Wie immer bei Krisen hat sie aber auch Chancen. Und es ist ein Teil der Wahrheit dieser Entscheidung, dass diese Chancen auch in unserem Bundesland liegen könnten, was die weitere Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt angeht. Ich will aber ausdrücklich sagen, mir wäre es sehr viel lieber gewesen, die Briten wären in der Europäischen Union geblieben, und wir hätten diese Chancen jetzt nicht. Das wäre für die Gesamtentwicklung des Kontinents sehr viel besser gewesen, meine Damen und Herren. Aber da wir diese Chancen haben, sollten wir sie auch jetzt beherzt nutzen. Weil auch die anderen Staaten werden versuchen, das, was es jetzt an wirtschaftlichen Umstrukturierungsprozessen in der Finanzwirtschaft gibt, für sich zu nutzen. Und natürlich sollten wir dann als Finanzplatz auch darum werben, dass Banken ihre Standorte oder ihre Sitze, die sie jetzt nicht mehr in London haben können, weil London, wenn sie nicht mehr Teil der Europäischen Union ist, auch nicht die Zulassung für europäische Bankengeschäfte vergeben kann, dass diese Unternehmen sich Frankfurt anschauen und sich vielleicht in Frankfurt ansiedeln. Natürlich sollten wir das nutzen, weil mit dem Referendum ist Frankfurt der größte und der bedeutendste Finanzplatz der Europäischen Union. Vielleicht noch nicht Europas, aber der Europäischen Union. Das ist jetzt ein Unterschied. Und deshalb macht es auch Sinn, dass wir uns darum bemühen, die europäische Bankenaufsicht nach Frankfurt zu holen und zusammenzuführen mit dem, was es an Regulierung im Finanzmarktbereich ja schon bei der EZB gibt, die schon in Frankfurt ist. Und auch macht es Sinn, sich darum zu bemühen, die Europäische Arzneimittelagentur auch nach Frankfurt zu holen. Und Herr Schäfer-Gümbel, natürlich entstehen daraus dann auch viele Fragestellungen für die Infrastruktur in unserem Land.
Auch diese Anforderungen sind auch alle nicht neu, an denen arbeiten wir jetzt schon. Aber wir arbeiten eben auch schon sehr gut daran, wenn wir an die Breitbandinitiative des Landes denken, wenn wir an 1 Milliarde Wohnungsbau denken, wenn wir an all die Maßnahmen zur Stärkung des Finanzplatzes denken. Und, Herr Schäfer-Gümbel, die Forderung nach immer noch mehr Geld allein ist eben auch noch kein Konzept zur Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt. Das muss ich Ihnen auch in aller Deutlichkeit sagen. Wir sollten vielleicht mal, das waren die einzigen konkreten Vorschläge, die Sie in Ihrer Rede gemacht haben, dass alle Investitionen, die es bislang gibt, nicht ausreichend seien. Und da will ich Ihnen mal kurz die Dimensionen, verdeutlichen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, weil wir uns natürlich immer fragen müssen, sind wir hier in Hessen gut oder sind wir nicht so gut? Die Frage werfen Sie ja zu Recht auf. Das ist ja auch legitim, ist Ihre Aufgabe als Opposition. Und dann stellen wir mal Dimensionen her. Die Bundesregierung hat gerade beschlossen, dass sie den Ländern, allen 16 Bundesländern, in den nächsten 2 Jahren 1 Milliarde Euro für Wohnungsbau zur Verfügung stellen will. 1 Milliarde Euro für 16 Bundesländer. Da können wir hier in Hessen, glaube ich, sagen, die wir 1 Milliarde für ein Bundesland für Wohnungsbau zur Verfügung stellen, zu Gut und Recht sagen, wir werden hier unserer Verantwortung gerecht, meine Damen und Herren. Das kann man relativ gleich sagen. Von den 500 Millionen € kommen 35 Millionen € nach Hessen. Der Rest sind Landesgelder, die wir da rein investieren. Herr Schäfer-Gümbel, 1 Milliarde € bundesweit im Vergleich zu 1 Milliarde hier in Hessen. Dann kann man auch einmal sagen, dass die Dimensionen stimmen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Ich will noch etwas sagen zur geplanten Fusion der London Stock Exchange und der Deutschen Börse. Ich fand es schon vor dem Referendum sehr mutig, dass man im Bewusstsein des Referendums vorschlägt, dass der Sitz der fusionierten Börse in London sein soll. Ich fand das mutig. Bei allen Vorteilen, die das vielleicht für das Unternehmen haben mag, aber diese Entscheidung fand ich mutig. Nach dem Referendum kann ich persönlich mir nicht vorstellen, dass der Sitz der größten Börse Europas seinen Standort, seinen Hauptsitz außerhalb der Europäischen Union hat. Das will ich auch sehr deutlich sagen, meine Damen und Herren. Das ändert nichts an den rechtlichen Prüfungen und an den Entscheidungen der Landesregierung, aber das ist meine Das übersteigt meine Vorstellungskraft, dass das sinnvoll sein kann. Meine Damen und Herren, das Referendum zeigt uns, die Menschen sind verunsichert, nicht nur in Großbritannien. Viele Veränderungen gehen vielen Menschen zu schnell. Viele Menschen fragen sich, wo bleibe ich bei der Globalisierung? Sie fragen sich, welche Antworten kann Politik auf die Herausforderungen unserer Zeit geben, sei das beim Klimawandel, sei das bei der nach wie vor brutal ungleichen Verteilung von Armut und Reichtum, sei das bei anderen Fragen, die die Menschen beschäftigen. Und sie haben eine Sehnsucht. Viele Menschen haben eine Sehnsucht, es möge doch wieder einfacher sein. Und sie erinnern sich an eine Zeit, wo es in ihrer Wahrnehmung einfacher war. Und sie verbinden das damit, dass das die Zeit der Nationalstaaten war. Und deshalb haben Sie die einfache Überlegung, wenn wir zurück zum Nationalstaat kehren, dann werden auch die anderen Fragen wieder einfacher. Und hier ist es unsere Aufgabe zu erklären, nein, diese anderen Fragen werden niemals mehr einfacher werden. Die Globalisierung findet statt. Die Bekämpfung des Klimawandels, der müssen wir uns stellen. Wir müssen endlich etwas gegen die ungleiche Verteilung von Armut und Reichtum tun. Wir werden die Flüchtlingskrise nur international und gemeinsam lösen können. Und die Antwort auf all diese Fragen liegt eben in einem Mehr an Europa und nicht in einem Zurück zum Nationalstaat. Und dafür müssen wir immer werben, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Und lassen Sie uns gemeinsam die Vorteile von Europa verdeutlichen. Bei allem, was wir auch an Europa zu kritisieren haben, bei allem, was es auch an Problemen in Europa gibt, aber die Europäische Union ist das Friedensprojekt auf diesem Kontinent. Der Ministerpräsident hat es ausgeführt. Noch nie haben wir in einer so langen Periode des Friedens in Europa gelebt. Europa ist das Freiheitsprojekt. Erinnern wir uns doch einmal, wie das war vor 25 Jahren, als der eiserne Vorhang fiel, mit welcher Sehnsucht die osteuropäischen Länder nach Europa geschaut haben und wie eilig sie es hatten, in diese Europäische Union zu kommen, weil das für sie der Garant war, nie wieder Diktatur, nie wieder Unfreiheit, Schutz der individuellen Menschenrechte. Das ist Europa, und auch wenn es uns selbstverständlich erscheint, müssen wir die Menschen immer wieder daran erinnern, diese Europäische Union garantiert unsere Freiheit und garantiert unser friedliches Zusammenleben. Und die Europäische Union ist ein Wohlstandsprojekt. Die Geschichte der Europäischen Union hat bislang gezeigt, dass es vielen Ländern und vielen Menschen in diesen Ländern durch den Beitritt der Europäischen Union besser ging, wenn wir an die Entwicklung der südeuropäischen Länder denken. Aber genau an diesem Punkt, am Wohlstandsversprechen, dass es den Menschen in Europa durch die Europäische Union besser geht, sind wir jetzt an einem Scheideweg. Weil die Europäische Union kann derzeit dieses Wohlstandsversprechen nicht mehr garantieren. Wir hier in Deutschland profitieren nach wie vor von der Europäischen Union. Aber in vielen südeuropäischen Ländern ist das Wohlstandsversprechen gebrochen. Haben wir eine hohe Jugendarbeitslosigkeit? Haben wir Zustände wie in Griechenland, von denen ich mir gar nicht ausmalen mag, was das bedeuten würde, wenn wir das hier in Deutschland hätten? Und dafür habe ich allergrößten Respekt davor, wie die Griechinnen und Griechen mit dieser Situation umgehen. Und weil dieses Wohlstandsversprechen der Europäischen Union gebrochen ist, müssen wir uns um eine Vertiefung und um eine Neuausrichtung der Europäischen Union kümmern. Die klare Aussage der Politik muss sein, Europa ist weit mehr als ein gemeinsamer Markt. Es geht um soziale Aspekte, es geht um ökologische Aspekte. Und wir mit unserer Tradition in der Bundesrepublik, wir wissen doch um diesen Zusammenhang. Die Marktwirtschaft in Deutschland wurde dann wirkungsmächtig, als wir gesagt haben, es muss eine soziale Marktwirtschaft sein. Und genau darum geht es in Europa jetzt auch. Wir müssen die europäische Einigung vertiefen, wir müssen die Zusammenarbeit verstärken, damit die Menschen empfinden, die Europäische Union garantiert uns eine soziale Marktwirtschaft und eine Marktwirtschaft, in der tatsächlich alle auch teilhaben können, meine Damen und Herren. Und dazu gehört auch, dass wir Solidarität etwas größer denken. Und auch das ist ja keine neue Entwicklung. Wir lösen heute im Verhältnis zwischen bundesstaatlicher Ebene und den Bundesländern sehr viele Fragen sehr solidarisch. Wir kämen nicht auf die Idee, dass wir unterschiedliche Lebensstandards in einzelnen Bundesländern akzeptieren, sondern unser Verfassungsauftrag für die Bundesrepublik ist gleiche Lebensverhältnisse in allen Bundesländern. Und diesen Gedanken der Solidarität auf eine europäische Ebene zu übertragen und zu sagen, wir stellen uns der Herausforderung, ja, nicht gleicher Lebensverhältnisse im ersten Moment, aber dass wir überall in der Europäischen Union sicherstellen, dass es ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit gibt, dass die Jugend Perspektiven hat, dass man die Prozesse begleitet in den Staaten, das wäre doch eine Vision von Europa als eine Schutzmacht gegen Globalisierung und all das und als eine Antwort auf eine internationale Wirtschaft, eine Antwort, die sagt, wir versuchen auch soziale Standards auf europäischer Ebene zu garantieren, trotz Globalisierung. Und das kann nur die Europäische Union, das kann eben nicht mehr der Nationalstaat. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Und wenn dann immer die Frage gestellt wird, was kostet das alles, dann der Hinweis, niemand hat mehr von der Europäischen Union profitiert als Deutschland. Wir wurden nach dem Krieg wieder in die Gemeinschaft der zivilisierten Völker aufgenommen durch diese Europäische Union.
Ohne die Europäische Union wäre die deutsche Einheit niemals möglich gewesen, und uns allen in unserem Land würde es nicht so gut gehen, wie es uns derzeit geht, zumindest mehrheitlich bei allen sozialen Problemen, die wir auch haben, wenn es diese Europäische Union nicht gibt. Deshalb lohnt es, für diese Europäische Union zu streiten, für ein ökologisches und für ein soziales Europa. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Als Nächstes spricht für die Fraktion DIE LINKE Herr Abg. Van Ooyen. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, es muss gestern wohl ein Glücksgefühl gewesen sein, als Sie mit dem hessischen Finanzplatzkabinett, mit den wirklich Mächtigen in diesem Land zusammensaßen, um über politische Initiativen für Frankfurt zu reden. Für uns war das eher ein Zeichen für imperiales Gehabe statt eines Signals für solidarische internationale Kooperation. Ich wollte es gleich am Anfang gesagt haben, damit es klar wird. Aber du musst es noch einmal sagen, wenn das nicht klar ist. Imperiales Gehabe, das ist etwas ganz Neues. Ja. Es wäre wesentlich wichtigere Sachen gewesen für die Landespolitik beispielsweise, wenn Sie sich durchgerungen hätten, die Börse wieder zu verstaatlichen und damit mehr Möglichkeiten hätten, das Finanzkapital besser zu regulieren. In der Deregulierung der Finanzmärkte liegt eine zentrale Ursache für die Verwerfungen in Europa und die Armutsentwicklung in der Welt. Wir LINKE sind für die Aufnahme aller Geflüchteten. Ich will es gleich sagen. Auch Engländer können in Frankfurt als Flüchtlinge aufgenommen werden. Die Frage ist, ob wir für sie dann Deutschkurse entwickeln müssen. Ich glaube, das erübrigt sich. Wie gesagt, Großbritannien beabsichtigt, aus der Europäischen Union auszutreten. Das Brexit-Votum ist der vorläufige Höhepunkt einer Krise, in der die Europäische Union seit Jahren steckt. Es besteht die Gefahr, dass Europa zerfällt in Nationalismus und Chauvinismus. Das wäre eine politische Katastrophe. Der Brexit muss Ausgangspunkt für einen grundlegenden Kurswechsel und einen sozialen und demokratischen Neustart in Europa werden. Ein Weiter-so darf es nicht geben. Das Brexit-Votum ist ein Warnschuss für den Zustand der EU. Mehr als je zuvor ist heute klar, entweder die Europäische Union wird sich grundlegend verändern, oder sie wird Geschichte sein. Die Entscheidung von 52% der Britinnen und Briten, die EU zu verlassen, hat vielfältige Gründe. Offensichtlich ist, dass eine weit verbreitete Unzufriedenheit über die Entwicklung Großbritanniens als Mitglied der EU besteht. Das Votum ist die Antwort der Wählerinnen und Wähler auf das Zeitalter der Ungleichheit. In vielen anderen Mitgliedstaaten sieht es ähnlich aus. Meine Damen und Herren, rassistische Übergriffe vor und nach dem Referendum müssen entschlossen bekämpft werden. Doch Rassismus ist nicht ursächlich durch den Brexit entstanden, sondern wurde jahrelang von den Regierungen, es wurde schon an Thatcher und Blair erinnert, und von Cameron betrieben, der z. B. die Sozialleistungen für Migrantinnen und Migranten abgesenkt hat. Die Bundesregierung ist aktuell auf dem Weg, es ihm nachzumachen. Rechte Gruppierungen haben in der Referendumskampagne zu einem weiteren Anstieg von Rassismus beigetragen. Und der Ausgang wird von den Rechten nun genutzt, um vor allem gegen politische und polnische Mitbürgerinnen und Mitbürger rassistische Hetze zu betreiben. Die rechten Parteien in Europa, wie UKIP und Front National, sind auch deshalb entstanden, weil die EU statt die nationale Beschränktheit tatsächlich zugunsten einer grenzüberschreitenden
solidarischen Gesellschaft aufzuheben, nur einen bürokratischen, undemokratischen Überbau zur Regulierung der Bankeninteressen und der Konzerne zu schaffen, die sich stetig aufgebläht hat. Faschistische Parteien sind auch das Resultat von Konkurrenz und Spaltung, von vermeintlicher Alternativlosigkeit und dem Recht des Stärkeren. Gemeinsam mit unseren europäischen Freundinnen kämpfen wir grenzüberschreitend weiter gegen das europäische Krisenregime, ein Regime, das überall in Europa so viel Armut und Verwerfung, Unsicherheit und Angst produziert. Es ist ein Europa unter der Diktatur der schwarzen Null und der Doktrin der Abschottung gegen den Rest der Welt. Es ist ein Europa des sozialen Zerfalls und der organisierten Hoffnungslosigkeit, ein Europa, in dem der Aufstieg rechtspopulistischer und faschistischer Formationen wirkliche gesellschaftliche Alternativen, wie sie Grundlage der Aufklärung und der Französischen Revolution waren, nämlich Freiheit, Gleichheit und Solidarität, verhindern soll. Die Zeit läuft auch hier in Deutschland. Die AfD ist zum organisatorischen Rückgrat des rechten Blocks geworden, ein Block, der längst kein Randphänomen mehr ist, der sich formiert und weit in Politik und Gesellschaft reicht. Die AfD nutzt das gebrochene Glücks- und Freiheitsversprechen des Neoliberalismus, um unter dem nationalen Deckmantel die Privilegien einer kleinen, weißen, meist männlichen Schicht zu verteidigen. Die über Jahre Autorität durchgesetzte Basta-Politik von Verarmung und Prekarisierung ist der Nährboden dieses rechten Blocks. Kampf gegen Rechts heißt deswegen immer auch, konsequent solidarisch zu sein und die Grenzen zwischen Arm und Reich, zwischen oben und unten, zwischen innen und außen zu überwinden. Die Kämpfe für soziale Gerechtigkeit und die Kämpfe gegen Rassismus gehören zusammen. Der politische Streik und die politischen Streiks in Frankreich, aber auch auf dem Balkan, sollten uns Mut machen. Wir glauben, es ist dringend an der Zeit, das Lager der Solidarität im Zentrum des europäischen Kapitalismus sichtbar zu machen. Die EU wird nicht mit Wohlstand und sozialer Sicherheit, sondern mit Kürzungspolitik und Bürgerferne verbunden. Eine Hauptverantwortung für diese ökonomisch falsche, antisoziale und antidemokratische autoritäre Krisenpolitik trägt auch die deutsche Bundesregierung. Merkel, Schäuble und Gabriel haben die Austeritätspolitik in Europa vorangetrieben, bis hin zur Grexit-Erpressung gegenüber einer linken Regierung in Griechenland. Was die falschen Antworten auf diese Entwicklung sind, führen uns die Regierenden auf nationaler wie europäischer Ebene derzeit vor. Finanzminister Schäuble will mit einer Radikalisierung des Neoliberalismus antworten. Mit einer Globalstrategie der EU will die EU-Außenbeauftragte Mogherini Aufrüstung, Militarisierung und Weltmachtanspruch der EU weiter vorantreiben. Sie stehen sinnbildlich für das weiter so und setzen unbeirrt die falschen Strategien fort. Als Konsequenz aus dem Brexit wollen die deutsche und französische Regierung die Militarisierung der EU schneller vorantreiben. So haben es Steinmeier und Ayrault in einem gemeinsamen Papier formuliert. Zynischer kann man mit dem Votum der britischen Bevölkerung nicht mehr umgehen. Diese Initiative ist allerdings auch lehrreich, was den Charakter der EU angeht. Wir werden den Widerstand gegen dieses imperialistische Projekt mit weltweitem Gestaltungsanspruch mitorganisieren. Wir müssen Europa entmilitarisieren. Denn dieses Europa ist kein Friedensprojekt, wie in den Reden betont wurde. Denn dieses Europa führt weltweit Kriege, und Waffenlieferungen aus Deutschland und Europa sind die Hauptfluchtursachen. Aktuelle Kriege und Kriege, die Europa geführt hat, ob es Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Mali, Somalia, das alles darf nicht ausgeblendet werden. Wir wollen einen grundlegenden Kurswechsel. Als Internationalisten kämpfen wir für ein demokratisches, soziales und friedliches europäisches Projekt. Die EU ist in ihrer aktuellen Form
kein solches Projekt. Es bedarf eines Neustarts, der grundlegende strukturelle Fehler beseitigt. Denn dass täglich Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass Grenzen geschlossen, neue Mauern um die Festung Europa gebaut werden und sich Europa einem Despoten wie Erdogan unterwirft oder mit autoritären Regimen in Afrika zur Flüchtlingsabwehr paktiert, liegt in der Verantwortung all jener nationalen Regierungen, die unter Missachtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtscharta zu einer gemeinsamen, solidarischen Flüchtlingspolitik bereit sind. Statt fortschreitender Privatisierung muss es um demokratische Steuerung der Ökonomie, Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur gehen. Gleichzeitig muss ein Neustart der EU beginnen, ein verfassungsgebender Prozess, wie ich finde. Wir brauchen eine neue Vision für ein soziales Europa der Hoffnung, Freiheit und des Friedens. Wir fordern ein EU-weites öffentliches Zukunfts- und Investitionsprogramm für den öffentlichen und wirtschaftlichen Aufbau und gute Arbeit in der EU. Ökologischen Umbau, Bildung und soziale Dienstleistungen, all das ist dringend erforderlich. Wir müssen die Massenarbeitslosigkeit, vor allem die Arbeitslosigkeit der Jugend, überwinden. Die Europäische Zentralbank muss in der EU öffentliche Investitionen in Infrastruktur, innovative Technologien und den ökologischen Umbau finanzieren, statt zum quasi Nullzinsgeld in die Finanzmärkte zu pumpen. Entschuldigung. Die EZB muss durch das Europäische Parlament demokratisch kontrolliert werden. Massive außenwirtschaftliche Ungleichgewichte in der Eurozone sind eine Ursache der Krise. Wir brauchen einen Ausgleichsmechanismus zwischen Ländern mit Überschüssen und Ländern mit Defiziten. Besonders Deutschland muss seine Exportüberschüsse abbauen, indem die Binnennachfrage durch höhere Löhne, öffentliche Investitionen und Ausbau des Sozialstaates gestärkt wird. Superreiche und Vermögende müssen endlich ihren Beitrag leisten. Wir fordern eine Abgabe auf Millionenvermögen in allen europäischen Staaten, dies jetzt zu erheben. Die Einführung der Finanztransaktionssteuer ist längst überfällig. Steuerflüchtlinge sind die teuersten Flüchtlinge in Europa. Steuerflucht und Steuerhinterziehung müssen viel effektiver bekämpft werden. Jährlich gehen den EU-Staaten bis zu 1 Billion Euro verloren. Gegen Steuerdumping wollen wir ein europaweites, einheitliches Mindestbesteuerungsvorhaben für Unternehmen einführen. TTIP und CETA und TISA müssen gestoppt werden. Das ist eine entscheidende Frage der nächsten Monate. Wer TTIP, CETA und TISA im Interesse des globalen Kapitals durchwinkt, kann es nicht ernst meinen mit einem demokratischen Europa der Bürgerinnen und Bürger. Das darf ja niemand durchwinken. Ich hoffe, dass das auch niemand tut. Na, warten wir es. Also, wir werden ja am 17. September gemeinsam demonstrieren, dass TTIP nicht Realität wird. Also von daher. Werbeblock für die nächsten Demonstrationen. Ich könnte noch einige anschließen, aber ich komme jetzt. TTIP war ein ganz wichtiger Punkt. Das trifft vor allen Dingen natürlich uns alle, die wir nicht von dem Kapitaltransfer partizipieren, sondern wir müssen dagegen den Widerstand organisieren. Wie gesagt, Europa muss nicht nur friedlicher werden, sondern auch all jenen, die vor Gewalt und Krieg fliehen, ein Aufenthaltsrecht gewähren. Europa ist längst ein Kontinent der Einwanderung und braucht einen europaweiten Lastenausgleich zur Versorgung und sozialen Integration der Neuangekommenen. Das Dublin-III-Abkommen ist auszusetzen, Frontex muss aufgelöst werden. Das unveräußerliche Recht auf Asyl muss europaweit in allen Mitgliedstaaten wiederhergestellt und garantiert werden. Wir kämpfen gegen die fortschreitende Militarisierung und Aufrüstung sowohl der EU als auch auf nationaler Ebene, sowie gegen die verstärkte Kooperation zwischen EU und NATO.
Die Aufrüstungsverpflichtung der EU-Staaten muss gestoppt werden. Die Rüstungsinvestitionen werden dringend für soziale Belange gebraucht. Was ist nun zu tun? Das britische Nein zur EU hat zahlreiche Vorläufer. Zwar versuchten die politischen Eliten in Brüssel und den nationalen Hauptstädten stets, Volksabstimmungen zu verhindern. Doch Frankreich und Dänemark, Irland, die Niederlande und andere haben über Verträge abgestimmt und mussten schließlich das Elitendogma schlucken. In Europa wird die Demokratie nur dann zu einer Demokratie, wenn das Ergebnis den Eliten ins Konzept passt. EU-Kommission, EZB und IWF haben im Umgang mit Griechenland in jüngster Zeit demonstriert, dass die Völker mehr denn je in diesem Gefüge nichts zu sagen haben. Das Propagandamotto der EU, Frieden und Wohlstand für alle, wird von immer mehr Menschen als unwahr durchschaut. Motto. Der Wohlstand ist reserviert für immer weniger an der Spitze. Auch in der Friedensfrage erweist sich EU-Europa immer klarer nicht als Lösung, sondern als ein Kern des Problems. Derzeit führt die NATO provokante Manöver an der Grenze zu Russland durch. Das wühlt die Menschen in Europa auf. Während sich in Brüssel die technokratischen Herrschaftsmechanismen perfektionieren, finden in den verschiedenen EU-Ländern zum Teil heftige Prozesse der Entfremdung von der europäischen Integration statt. In den Südländern führt das zu einer gewissen Stärkung oder Stabilisierung der linken politischen Kräfte. In den Ländern von Nord-, Mittel- und Osteuropa stärkt es vor allem die extreme Rechte. Eine der zentralen politischen Aufgaben wird es sein, den Menschen verständlich zu machen, dass die Alternative nicht lautet Europa oder die Nation, sondern ein technokratisches Europa der politischen Eliten oder ein demokratisches, auf Gleichheit und Teilhabe ausgerichtetes Europa. Die Migration von Menschen, die wachsende, von einem global operierenden Kapital ausgehende Massenarbeitslosigkeit und Armut verlangen nach einer supranationalen Antwort, und das können in Anlehnung an Karl Marx und Rosa Luxemburg nur die Linken. Nach dem bewährten Muster werden jetzt die Varianten durchgespielt, das britische Votum in weitere Referenden wieder zum Verschwinden zu bringen. Es scheint aber diesmal schwierig zu werden, die Leute so lange abstimmen zu lassen, bis das Ergebnis passt. Eine solche Strategie wäre der beste Wahlhelfer für die rechten nationalistischen Anti-EU-Demagogen. Den Menschen so drastisch vor Augen zu führen, dass ihr demokratischer Wille nicht gilt, würde das allgemeine Anti-EU-Sentiment noch mehr verstärken. Doch. Klassenlos. Ich komme noch drauf. Die EU und Großbritannien werden sich also in den Verhandlungen über die Austrittsbedingungen begeben müssen. Hier gibt es zwei Grundhaltungen. Das Brexit Großbritannien möchte am EU-Binnenmarkt teilnehmen, ohne von den EU-Bestimmungen erfasst zu werden. Brüssel und Berlin, euphemistisch das Europa der 27 genannt, wollen, dass Großbritannien möglichst negativ getroffen wird von der neuen Lage, um jede Nachahmungstendenz bei anderen, also beispielsweise Frankreich, Dänemark, Holland, denken an Referenden, zu ersticken. Eine Kultur für alle bedeutet das Teilen von Sozialprodukt und sozialen Mitteln unter allen und die Teilhabe aller an den politischen Entscheidungen. Wir müssen die Unterschiede in Einkommen und Vermögen und in politischer Entscheidungsgewalt schleifen. Dazu werden die Eliten nicht nicken oder gar Hilfe leisten. Demokratie und Gerechtigkeit müssen die, denen sie vorenthalten werden, sich erkämpfen. Wer, und ich habe in der letzten Zeit das häufiger gelesen in der FAZ, Sarrazin sät, wird Pegida ernten. Dies geschieht und verschiebt die Mitte des politischen Spektrums nach rechts, solange nicht links von der Mitte ein neuer Pol mit starker Ausstrahlungskraft entsteht. Mit positiven Bildern kann die völkische Reaktion am ehesten kleingekriegt werden. Das wäre ein entmilitarisiertes, grenzenloses,
weltoffenes Europa der Freizügigkeit und Solidarität. Nur mit einem positiven Bild von Europa, das wir wollen, kann Europa den rechten Nationalisten weggenommen werden. Vielen Dank. Das war Herr Abg. van Ooyen. Und als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Beer für die Freien Demokraten. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nun haben wir die Briten doch verloren in der Europäischen Union. Kollege Wagner hat schon darauf hingewiesen, wir haben uns das fraktionsübergreifend anders gewünscht. Wir bedauern diesen Austritt, insbesondere eines Partners, der immer ein wichtiger Partner war für die Bundesrepublik Deutschland, wenn es um Solidität, um Wettbewerbsfähigkeit und klare Ordnungspolitik im europäischen Kontext ging. Aber, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Möglichkeit der Entscheidung ist in den europäischen Verträgen angelegt. Es ist die freie Entscheidung eines Volkes, diesen Weg zu gehen. Und deswegen finde ich, dass es fehl am Platze ist, hier mit erhobenem Zeigefinger zu agieren über die Richtigkeit oder Nichtrichtigkeit einer solchen Entscheidung, so wie wir das bei Herrn Schulz oder Herrn Gabriel und heute beim Kollegen Wagner gehört haben. Ich glaube, ja, aber Herr Kollege Wagner, wir waren doch alle anwesend, wie Sie über die Diskussionen das andere hergezogen sind. Ich glaube, dass das gerade die Seite stärkt, die für diesen Austritt gekämpft hat, die austreten wollen, mit einer derartigen Arroganz über eine solche Entscheidung hierher zu ziehen. Nein, es geht nicht um Nachtreten, Herr Kollege Wagner. Ich glaube, dafür sind die Briten auch außerhalb der Europäischen Union ein zu wichtiger Partner, ein zu wichtiger Markt für viele, auch hessische Unternehmen, die Briten als Handelspartner auch zukünftig gerne haben möchten, die sich die Frage stellen, wie sie jetzt hier eben Zugang haben können, auch zu diesem britischen Markt, und wie es ihnen möglich ist, Waren und Dienstleistungen ohne die Belastung durch große Zölle oder auch die Frage von Bürokratie weiter in diesem Markt abzusetzen. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir gestern von der designierten Premierministerin Theresa May gehört haben, dass sie jetzt Klarheit schafft bezüglich des Obs, des Ausscheidens aus der Europäischen Union und dass es nun darum gehen muss, das Wie zu verhandeln, sobald die Notifizierung des Artikel 50 eingereicht ist. Eine Verhandlung, die fair, aber gleichermaßen zügig in meinen Augen zu erfolgen hat, um die Modalitäten sowohl des Austritts als auch die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union klar zu regeln. Und lassen Sie mich für die Freien Demokraten an dieser Stelle feststellen, dass für uns klar ist, dass es hierbei keinen Britenrabatt geben kann. Das Beibehalten aller Rechte, aber keine Pflichten übernehmen zu wollen, egal ob es um die Frage der Freizügigkeit geht oder auch finanzielle Beiträge, die dann zu leisten sind, das, meine Damen und Herren, kann nicht der richtige Weg sein. Das, glaube ich, könnte sogar der Anfang von weiteren Erosionen sein, ähnliche Entscheidungen anderer Länder in Gang setzen, wenn wir eine derartige Rosinenpickerei zulassen würden. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das würde das gemeinsame Europa gefährden. Aber es muss auch darum gehen, zügig zu verhandeln. Verstehen Sie mich nicht miss, es kommt nicht auf eine Woche oder einen Monat mehr oder weniger an, aber ich glaube, dass klar sein muss, dass spätestens zur Europawahl 2019 dieser Prozess abgeschlossen sein muss. Meines Erachtens ist es schwer vorstellbar, bei absehbarem Austritt aus der Europäischen Union noch britische Abgeordnete zu wählen. Und gleichzeitig müssen auch wir als 27 Mitgliedstaaten, als Europäische Union nach dieser oder für die Zeit nach dieser Europawahl miteinander festlegen, wie wir die Neuaufteilung der Sitze im Europäischen Parlament regeln.
Oder, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich stelle einmal die Frage, vielleicht einfach das Europäische Parlament verkleinern, wie wir die Neuaufteilung der Einzahlungen in den europäischen Haushalt regeln. Und es gibt ja schon genug Leute, die ausrechnen, wie nach dem Austritt des Nettozahlers Großbritannien sich der Anteil der Deutschen am europäischen Haushalt zu erhöhen habe, um diesen Betrag der Briten auszugleichen. Ich stelle einmal die Frage in den Raum, ist es denn nicht denkbar, dass wir diesen Betrag schlicht einsparen? Etwas, das sich jedes Wirtschaftsunternehmen als Frage stellen müsste, wenn es nicht genug Investoren findet, dann eben im Hinblick auf die Ausgaben zu sparen. Aber bei all diesen Fragen, glaube ich, ist es insbesondere eine Frage, ob die Europäische Union in der Lage ist, genau all diese Fragen um den Austritt, die neuen Beziehungen zu Großbritannien, aber auch die Zukunft Europas konsequent zu verhandeln. Und das sage ich auch deswegen, weil es mir Sorge macht, dass die Bundesregierung, dass die Große Koalition in Berlin, deren Gewicht ja jetzt gestiegen ist in der Diskussion der 27, keine gemeinsame Strategie hat, wie mit Inhalt oder Zeitplan des Ausscheidens von Großbritannien umzugehen ist, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Gabriel Schäuble, Merkel, ein vielstimmiger Chor statt verantwortungsvolle Führung in Europa. Und von der SPD, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, von Gabriel überhaupt nicht verstanden, dass es jetzt nicht um einen Aufgalopp für die Bundestagswahl geht, nach dem Motto, wer verspricht mehr Geld, mit dem alten Rezept noch mehr Schulden, um noch mehr Geld zu verteilen, neue Zuständigkeiten in der Sozialpolitik zu schaffen. Mit Verlaub, wer die Diskussion in Großbritannien verfolgt hat und in vielen anderen Mitgliedstaaten auch, das war doch die Frage, die bei den Briten Skepsis hervorgerufen hat. Immer mehr Ausgaben in immer mehr Bereichen, die eben nicht zu den Kernpunkten der Europäischen Union gehören. Das ist es doch, was auch in anderen Ländern Populisten und Nationalisten auf den Plan ruft, ihnen in die Hände spielt. Und, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist die eigentliche Gefahr für die Zukunft Europas, dass wir dann solchen Populisten und Nationalisten in die Hände spielen und damit die Zukunft Europas gefährden. Aber lassen Sie mich, auch weil die Debatte heute vom Titel der Regierungserklärung so angelegt ist, insbesondere auf die Auswirkungen, Herausforderungen und Chancen für unser Bundesland Hessen kommen. Und Herr Ministerpräsident, ich sage ausdrücklich dazu, dass es mir ausgesprochen gut gefallen hat, wenn Sie hier für die Landesregierung erklärt haben, es ginge darum, Zukunft zu gestalten, und das heißt, Risiken erkennen, Chancen wahrnehmen, Herausforderungen meistern. Das unterschreiben wir sofort. Und wir finden auch richtig, dass Sie sich mit dem Finanzmarktkabinett, einer Erfindung aus früherer gemeinsamer Zeit, entsprechend engagieren. Wir glauben, dass es richtig ist, Engagement auch im Hinblick auf Standortwerbung vor Ort in Großbritannien und darüber hinaus zu betreiben. Allein Ihre Ausführungen heute und auch die Ausführungen gestern, nicht nur von Ihnen, sondern insbesondere des Wirtschaftsministers, lassen bei uns Zweifel aufkommen, ob Sie bzw. Ihre Landesregierung da wirklich den vollen Überblick haben. Ja, es ist richtig, zügig Gespräche zu führen. Ja, es ist gut, dass Sie schon in Brüssel waren anlässlich Ihres Jahresempfangs, dass weitere Touren nach London und Brüssel und darüber hinaus geplant sind. Ja, es ist richtig, die Agenturen für die Europäische Finanzaufsicht und die Arzneimittelagentur nach Möglichkeit nach Frankfurt zu holen, auch den Zwischenruf aus Bayern vom Kollegen Söder kann man da, glaube ich, nicht wirklich ernst nehmen, also sage ich mal so mit Blick auf den Börsenstandort. Und ich finde es toll, wenn Sie es als stellvertretender Bundesvorsitzender erreicht haben, dass auch die Bundesregierung uns hier den Rücken stärkt. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass die Große Koalition nicht wirklich weiß, dass der Finanz- und Börsenstandort Deutschlands und Kontinentaleuropas in Frankfurt und damit in Deutschland liegt. Aber das kann man ja dann noch verstärken.
Aber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen sind doch viel größer, insbesondere dann, wenn wir die Risiken richtig managen wollen, um daraus die Chancen zu Erfolgen zu machen. Und da bin ich gestern über ein Zitat des grünen Wirtschaftsministers Al-Wazir gestolpert, das mich nahezu fassungslos hat dastehen lassen. Er hat nämlich gesagt, es ginge jetzt prioritär erst einmal darum, als allererstes hessische Unternehmen in Großbritannien und britische Unternehmen in Hessen anzusprechen. Mit Verlaub, das sind die beiden Gruppen, um die wir uns wahrscheinlich am wenigsten Sorgen machen müssen. Diese Unternehmen, Herr Kollege Boddenberg, und vielleicht erklären Sie das dem Wirtschaftsminister noch einmal, diese Unternehmen kennen ja die Vorteile des Standorts Hessen. Diese Unternehmen können sich locker auf den hessischen Standort zurückziehen bzw. sind ja schon da und werden sicherlich jetzt nicht nach Großbritannien abwandern. Hier solche Prioritäten zu setzen bei dem, was sich jetzt tut und was jetzt zu tun ist, stellt meines Erachtens eine ganze Unfähigkeit unter Beweis, eben kein Wirtschaftsminister, sondern ein Antiwirtschaftsminister. Denn es geht doch eindeutig um zwei ganz andere Gruppen, die jetzt in den Blick zu nehmen sind. Hessische Unternehmen, die von Hessen aus in den britischen Markt exportieren und jetzt Probleme bekommen, und internationale Unternehmen oder auch deutsche, eben nicht hessische Unternehmen, die in Großbritannien sitzen, aber für den hessischen Standort geworben werden könnten. Und da komme ich auf ein Beispiel zurück, das jetzt hier schon einmal kurz von Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel genannt worden ist, das Beispiel Opel. Also ein klassisches hessisches Unternehmen mit einer amerikanischen Mutter in Detroit, britischer Absatzmarkt größer in der Bedeutung als der deutsche Markt, die jetzt an anlässlich der erwarteten Konjunktureinbußen und insbesondere des Absturzes des Pfunds sich die große Frage stellen, ob sie noch die schwarze Null erreichen werden, die mit der Muttergesellschaft in den USA ausgemacht ist für dieses Jahr, und ob die amerikanische Mutter so viel Geduld hat und wie lange die amerikanische Mutter Geduld hat, wenn dies nicht geschieht, im Hinblick auf eventuelle Standortentscheidungen. Mich würde interessieren, Herr Ministerpräsident oder auch Herr Wirtschaftsminister, welche Gespräche führen Sie hier in Rüsselsheim oder auch in Detroit, aber insgesamt auch im Hinblick auf hessische Unternehmen, die stark vom britischen Markt als Handelspartner abhängen. Denn hier sind aktuell Arbeitsplätze in Hessen in Gefahr. Und zu der zweiten Gruppe, also Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, die den hessischen Markt als neuen Standort, als neue Alternative präsentiert bekommen müssen, da fällt es auf, dass hier überhaupt nicht die Rede ist von Amerikanern, Japanern, Chinesen oder auch sonstigen deutschen, nicht hessischen Unternehmen, insbesondere auch aus dem industriellen Bereich, wenn es bei ihnen um Standortwerbung geht. Düsseldorf hat längst Gespräche mit den Asiaten in Großbritannien aufgenommen, insbesondere den Japanern. Und der hessische Wirtschaftsminister will hessische Unternehmen zurück nach Hessen holen. Wenn es nicht so traurig wäre, ich könnte lachen. Und ich gebe Ihnen einmal ein Beispiel, Herr Al-Wazir, um welche Unternehmen Sie sich kümmern können. Das Beispiel Siemens, international aufgestelltes Unternehmen, mit dem Sie sogar Deutsch sprechen können. Haben Sie nicht mitbekommen, dass dieses Unternehmen seine geplanten Investitionen am britischen Standort in ein großes Rotorenwerk gestoppt hat, um ob der Unsicherheiten? Oder haben Sie etwa Probleme mit der Produktion von Rotoren für Windräder in Hessen? Ich kann es mir kaum vorstellen. Sie pflastern doch gerne alles zu. Hauptsache, es ist ein Windrad. Warum kümmern Sie sich nicht um solche Standortangebote? Und mit Verlaub, das wäre auch etwas für den nordhessischen oder den mittelhessischen Raum. Das ist hier ja überhaupt nicht angesprochen worden. Es ging die ganze Zeit nur um Frankfurt, das Rhein-Main-Gebiet und die Finanzbranche. Nun habe ich als Frankfurterin weder mit dem Standort Frankfurt noch mit der Finanzbranche irgendwelche Probleme. Aber ich glaube, einen Wirtschaftsminister und auch einen Ministerpräsidenten
darf das produzierende Gewerbe darf eine Industriestrategie für den hessischen Standort auch über das Rhein-Main-Gebiet hinaus nicht kalt lassen und nicht aus den Augen verlieren. Und mit Verlaub, ich werde dann hellhörig, wenn ich die Aussage des Geschäftsführers der Hessischen Wirtschaftsförderung, die HTAI, höre, der frank und frei zugibt, dass die Standortwerbung nach der Entscheidung zum Brexit an die Wirtschaftsförderung Rhein-Main abgegeben worden sei. Da stelle ich mir die Frage, ob möglicherweise den Beamten im Ministerium und in der HTAI schlicht der Einblick fehlt in die realen Wirtschaftsabläufe in unserem Land und in die Ideen, die man haben muss, um Realwirtschaft an diesen Standort zu ziehen. Aber kommen wir einmal auf das Rhein-Main-Gebiet, kommen wir auf Frankfurt und die Finanzbranche zurück. Man muss dabei unweigerlich über die Aussage des Ministerpräsidenten vorhin in seinen Ausführungen stolpern, wenn er sagt, es gehe nicht um die vielgescholtenen Banker, sondern um eine Stärkung, die die internationale Sichtbarkeit erhöhe. Ich muss gestehen, ich bin schon gestern Nacht darüber gestolpert, als wir das nachlesen durften, und ich weiß immer noch nicht, wie diese Stärkung ohne die von Ihnen so schmählich bezeichneten Banker in den Banken, Finanzinstituten gelingen soll. Das ist mir schlicht ein Rätsel. Und ich frage mich vielmehr, ob das möglicherweise ein Zugeständnis ist an den Koalitionspartner, der mit der Frage von Kapital und Finanzmarkt ja immer so seine Schwierigkeiten hat. Der Wirtschaftsminister fremdelt nach wie vor. Und Sie offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen haben, dass Paris, einer unserer größten Konkurrenten, bereits große Pakete mit Steuererleichterungen schnürt, um attraktiv für die Finanzbranche, die eventuell aus der Londoner City abwandert, zu sein. Da vermisse ich, ehrlich gesagt, konkrete Angaben, wie Sie denn um Ansiedelung hier am Standort Rhein-Main werben wollen. Insbesondere die Frage der Zukunft der Frankfurter Börse dürfte hier von Interesse sein. Und dabei gibt es sicherlich, ich sage mal jetzt, nachdem ich die Ausführungen des Kollegen van Ooyen gehört habe, fast keinen hier im Raum und auch fast keinen in Hessen, der nicht wüsste, dass eine größere, dass eine stärkere Börse Vorteile hat für den Standort, für die Finanzbranche, für Anleger, für die Realwirtschaft. Die Frage, wie interessant der vorliegende Deal ist, und Herr Kengeta hat ja nun für die deutsche Börse ein bisschen nachbessern müssen gestern Abend, weil der Zuspruch an Zustimmung nicht ganz so überzeugend ausfällt, wie er das im Vorhinein geglaubt und auch verkündet hat. Aber das zeigt ja, dass möglicherweise ein anderer Deal im Hinblick auf Euronext zum Beispiel für den Standort interessanter sein könnte. Festhalten muss man sicherlich, dass, wenn mit den Worten Theresa May zu sprechen, Brexit Brexit ist, dann natürlich ein solch vereinbarter Deal, ich würde sagen, kaum oder gar nicht vorstellbar ist, ohne Veränderungen an dem, was bislang vorgelegt worden ist an Bedingungen, weil dies hier schlicht nicht berücksichtigt wird. Wie allerdings eventuell vorzunehmende Veränderungen aufgrund der Bindungswirkung des jetzigen Prozesses im laufenden Prozess und vor Ablauf der Bindungsfristen nächstes Jahr in irgendeiner Weise erreichbar wären, das bleibt momentan für den Standort völlig offen. Es ist völlig richtig, Herr Ministerpräsident, und auch Ihre Pflicht, die Pflicht vor allem des Wirtschaftsministers als Genehmigungsbehörde, ganz genau hinzuschauen, ob börsengesetzliche Genehmigungsfähigkeit vorliegt. Aber nachher wird es um die Gretchenfrage gehen, ob es vorstellbar ist, dass eine deutsche Börse von außerhalb
nicht nur des Euro, sondern auch des EU-Raums gesteuert werden kann. Und das zu sehen, stellt sich natürlich insbesondere für die jetzt in ihrer Entscheidungsfrist verlängerten Aktionäre die Frage, ob das Angebot trägt, das Ihnen auf dem Tisch liegt. Aber ich frage mich bei Ihren Ausführungen, wenn man ganz genau hingeschaut hat bzw. hingehört hat, dann wird bei Ihnen ein klarer Unterschied gemacht zwischen dem Angebot an die Aktionäre und dem Antrag an die Genehmigungsbehörde. Und ich frage mich, warum Sie darauf so viel Wert legen, weil denklogischerweise angesichts der Bindungswirkung müsste das ja dasselbe sein. Und dieses Angebot, Herr Ministerpräsident, ist veröffentlicht. Wollen Sie uns wirklich weismachen, dass Sie es sich nicht schon angeschaut hätten? Das kann ich mir kaum vorstellen. Und von daher werden die Aktionäre in den nächsten Ihnen zur Verfügung stehenden Tagen entscheiden müssen, was Ihnen wichtiger ist, ein Sitz in Deutschland am Frankfurter Standort oder ein deutscher CEO. Ich sage einmal aus meiner Sicht, ein deutscher Standort bleibt. Ein CEO geht irgendwann, möglicherweise auch schneller, als man das an der einen oder anderen Stelle erwarten mag. Vermisst habe ich aber insbesondere, Herr Ministerpräsident, auch ganz konkrete grundsätzliche Standortfragen, deren Umsetzung nun weit konsequenter und zügiger angegangen werden muss als das, was wir gestern wahrnehmen konnten. Ja, es ist völlig richtig, Ministerin Hinz hat den Wohnungsbau schon aufgegriffen. Inwiefern das ausreichend ist, vor allem wenn man keinerlei Anreize setzt für private Investoren, sondern dem sogar noch mit einer Mietpreisbremse oder auch dem Verhalten jetzt gerade der städtischen Wohnungswirtschaft, zum Beispiel in Frankfurt, entgegenwirkt, darf hinterfragt werden. Aber es geht ja um noch viel mehr Infrastrukturmaßnahmen. Kommen wir doch einmal zu dem Flughafen. Die Briten, die letzte Woche in der Stadt waren, haben als erstes gefragt, wie es denn mit der Kapazität des Flughafens aussieht. Und diese Landesregierung diskutiert unter dem Begriff Lärmdeckel, ob sie denn die planfestgestellten 700.000 Flugbewegungen überhaupt noch in die Realität umsetzen lassen will. Mit Mühe und Not kriegen wir, Herr Kollege Boddenberg, nach langem Gezerre ein weiteres Terminal. Straßenbau, Herr Kollege Boddenberg, Straßenbau, Energiepreise, die Stabilität eines Energienetzes. Wie gesagt, es geht ja ein bisschen mehr als nur Finanzmarkt. Es geht auch um Industriepolitik. Kitas, Schulen, aber solche, die international aufgestellt sind. Oder auch englischsprachige Behörden. Die Verkürzung, die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, z.B. bei Arbeitserlaubnissen für Briten, für Amerikaner, Asiaten, wenn das so lange dauert wie tatsächlich momentan, na dann gute Nacht. Wir brauchen eine Lotsenstelle, die den ansiedlungswilligen Unternehmen, insbesondere ihren Arbeitnehmern und deren Familien, ein ganzes Paket zusammenschnürt, damit das Leben hier am Standort attraktiv ist, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Und nachher glaube ich, und ich muss gestehen, da habe ich außer viele Fragezeichen, Herr Ministerpräsident, nicht ganz so viel Leidenschaft wahrgenommen, wie Sie das in den Worten versucht haben auszudrücken. Außerdem glaube ich, dass wir mindestens genauso engagiert für die Zukunft der Europäischen Union kämpfen müssen. Es ist bitter, ich habe es vorhin schon erwähnt, einen ordnungspolitischen Partner mit den Briten bei dieser weiteren Gestaltung der Europäischen Union verloren zu haben. Aber wir müssen doch wahrnehmen, und das wundert mich in der Debatte, so wie ich sie heute hier im Raum wahrgenommen gehört habe, müssen doch wahrnehmen, dass die Entfremdung der britischen Bevölkerung mit dem aktuellen Zustand der Europäischen Union, kommen Sie bitte zum Schluss, auch in anderen Mitgliedstaaten und auch bei uns vorhanden ist. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir grundsätzlich dieses europäische Haus sanieren, indem wir uns auf die großen Fragen konzentrieren, da auch Entscheidungsergebnisse
herbeibringen und uns aus dem heraushalten, wo regional, wo vielfältig entschieden werden kann. Und Herr, Frau Beer, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist, in diesem Zusammenhang auch ein Votum der Hessischen Landesregierung zur Zukunft vom Freihandel einzufordern. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie dies angesprochen haben. Aber ich frage mich, ob Sie sich an die Spitze der Bewegung setzen, wenn es darum geht, CETA und TTIP durchzusetzen. Dürfen Sie das mit diesem Koalitionspartner, oder wird Ihnen abverlangt, auszutreten, so wie das auf Bundesebene heute von den GRÜNEN gefordert ist? Ich glaube, das wäre für die Zukunft Europas ähnlich gefährlich wie der Austritt aus der Europäischen Union für die Briten. Und dies gilt es gerade für das Exportland Hessen zu verhindern. – Herzlichen Dank. Danke, Frau Beer. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Boddenberg, dem Fraktionsvorsitzenden, das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine, wie ich finde, sehr lohnende Debatte, auch wenn wir sicherlich uns alle miteinander andere Vorzeichen gewünscht hätten. Und ich glaube, die Debatte hat deutlich gemacht, dass alle Fraktionen des Hessischen Landtages, alle demokratischen Fraktionen nach diesem Votum nicht etwa in Arroganz daherkommen und das Votum der Briten bewerten, so habe ich das überhaupt nicht verstanden, Frau Kollegin Beer, sondern dass wir alle bedauern, dass diese Entscheidung so gefallen ist und dass wir, glaube ich, alle gemeinsam feststellen müssen, dass das ein schlechter Tag für Europa gewesen ist, dieser 23. Juni. Und er ist nicht nur schlecht für Europa insgesamt, weil wir mit den Briten einen starken Partner und einen starken Teil verlieren und damit an Macht einbüßen in dieser Welt, sondern es ist auch ein schlechter Tag für Deutschland. Darauf ist an vielen Stellen hingewiesen worden, denn wir haben einen Partner verloren, der uns an wesentlichen Stellen durchaus auch unterstützt hat, wenn es beispielsweise um die Frage ging, Regeln, die in Europa geschaffen worden waren, am Ende des Tages auch einzuhalten. Und es ist ein schlechter Tag für die hessische Wirtschaft. Bei allen Prophezeiungen, die zu Recht auch der Ministerpräsident angesprochen hat, die man nicht unbedingt teilen muss, was die Frage, welche Auswirkungen hat das auf das Wirtschaftswachstum, und da gibt es halt immer wieder verschiedene Prognosen, also nicht nur in dieser Frage, sondern auch ganz konkret, und die ist von Kollegin Beer und auch von Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel ja das Beispiel Opel angesprochen worden. Herr Schäfer-Gümbel, und ganz konkret bei Opel heißt es, wir haben zufälligerweise letzte Woche den Chef von Opel bei uns bei einer Veranstaltung gehabt, zu der Sie eingeladen waren, also auch die Gelegenheit gehabt hätten, mal aus erster Hand sehr zeitnah zu erfahren, was das bedeutet, dass dieses Unternehmen Opel eine Wertschöpfung von 25% in der Produktion in England hat, was wiederum heißt, dass ein schwacher Pfund oder ein schwaches Pfund für die Produktion dort enorme Kostensteigerungen bedeutet, wenn man nämlich 70-75% der Wertschöpfung nicht im Land in Großbritannien tätigt, sondern von Zulieferern dort importiert. Ein enormer, auch in Geld rechenbarer Schaden und damit sicherlich eines von vielen Beispielen dafür, was das auch und gerade für hessische Unternehmen bedeuten kann. Das Allerschlimmste ist, und ich glaube, das haben alle durchaus übereinstimmend hier angesprochen, ist aber, dass dieser Tag ein schlechter Tag war. Und ich will eigentlich selten so martialisch formulieren, weil an diesem Tag dieser Brexit ein Sieg des Nationalismus, des Populismus, der Unvernunft und der Verführung war und gewesen ist. Und auch dazu ist heute schon viel gesagt worden. Es war ein Tag derjenigen, die Europa zerstören wollen, die destruktive Kräfte freisetzen und dort ihr Heil, um Zustimmung in die Parlamente zu kommen, suchen, Menschen mit völlig falschen Behauptungen und teilweise Demagogie zu begegnen, um sie zu verführen, eine solche Entscheidung zu treffen. Es war ein schlechter Tag in Europa, dass diese Kräfte diesmal gesiegt haben. Und das ist keine Arroganz. Es ist keine Arroganz eines deutschen Politikers aus einem Bundesland, sondern das ist, wie ich finde, eine Feststellung, die man durchaus übereinstimmend treffen muss. Aber auch das ist hier an verschiedenen Stellen gesagt worden. Wir können aus einer solchen Niederlage, aus einer solchen Enttäuschung auch unsere Schlüsse ziehen und Chancen entwickeln. Und jetzt will ich gar nicht so sehr darüber reden, was bedeutet das für Frankfurt. Vielleicht komme ich, wenn ich Zeit habe, zum Schluss noch einmal dazu.
sondern ich will zunächst einmal feststellen, dass wir alle registrieren müssen, dass dieses Europa und die Errungenschaften dieses Europas an Bindungskraft verloren haben. Und da gibt es Gründe. Auch das ist hier an verschiedenen Stellen gesagt worden. Und da stimme ich ja durchaus denen zu, dass man das auch auf den Punkt bringen kann. Ich werde die Geister nicht mehr los, die ich rief. Das ist sicherlich ein Teil von Politik, auch von konservativen, aber nicht nur konservativen Parteien in Europa, auch und speziell in England und Großbritannien gewesen. Und dann darf man sich möglicherweise nicht wundern, wenn das eine Eigendynamik entwickelt und man das am Ende nicht mehr in die Flasche bekommt. Und dazu gehört dann am Ende des Tages, dass wir uns vielleicht jetzt auch einmal besinnen, alle miteinander, und darüber die auch eigene kritische Frage stellen. Wie behandeln wir eigentlich das Europa im Tagesgeschäft? Ist es klug, dass wir jeden noch so banalen Punkt nehmen, um auf Europa und Brüssel zu schimpfen? Und da will ich schon sagen, haben wir auch hier in Hessen im Hessischen Landtag in der Vergangenheit sicherlich spannende Debatten gehabt, die, wenn man da genau hinschaut, vielleicht nicht immer ganz sinnvoll und klug und zielführend gewesen sind. Auch wir haben hier über eine Richtlinie der Europäischen Union gestritten oder gesprochen, die sich mit der Frage der Krümmung der Salatgurke beschäftigt hat. Und ich werde nur zwei Beispiele nennen, wenn Sie einverstanden sind. Das ist vermeintlich eine banale Diskussion. Aber wenn Sie draußen in der Wirtschaft im Mittelstand sind, verfangen solche Dinge am Ende zu einem Gesamtbild, dass die ganz großen Fragen auf der Strecke bleiben und die völlig banalen Dinge, die in Brüssel tatsächlich teilweise geregelt worden sind, so in den Vordergrund rücken, dass die Menschen daraus einen Verdruss entwickeln, den man auf ersten Blick sogar nachvollziehen kann. Zu einer solchen Geschichte gehört aber nun einmal auch dazu, diejenigen, die die Krümmung der Banane in Brüssel geregelt haben wollten, waren die deutschen großen Lebensmitteleinzelhändler, weil sie damit logistisch besser umgehen konnten und am Ende dafür gesorgt haben, dass Deutschland mit diesem Vorstoß in Brüssel am Ende eine Punktlandung hatte, mit am Ende einer Richtlinie. Sie ist übrigens mittlerweile kassiert worden. Aber es ist eines der Beispiele, über die ich mich richtig in Rage reden kann. Und wir könnten weitermachen. Da ist die FDP munter mit dabei, wenn es um die Designrichtlinie, die Ökodesignrichtlinie geht, die berühmten Staubsauger. Ja, Herr Kollege Hahn, ich glaube, dass es eine wesentliche Aufgabenstellung für die Europäische Union sein muss, sich um die großen Fragen zu kümmern. Jetzt werden Sie sagen, große Frage Staubsauger. Dazu will ich Ihnen nur sagen, dahinter steckt eine, wie ich finde, nicht ganz unplausible Idee, zu sagen, wenn da x Millionen Staubsauger in der Europäischen Union unterwegs sind und man mit 1600 Watt arbeitet, bei den Spitzenleistungen dieser Geräte, aber auch mit 900 das gleiche Ergebnis erreichen kann, und in Summe 18 Milliarden Terawattstunden einsparen kann, das ist jetzt eine Hochrechnung aufgrund Bevölkerungs- und Haushaltszahlen bei 500 Millionen Menschen, finde ich, kann man ja zumindest darüber reden. Übrigens, nicht darüber reden müssen wir, dass die Europäische Union für solche Fragen ein Mandat hat, das wir alle mit den Verträgen, die wir unterschrieben haben, ihr auch gegeben haben. Und jetzt kann man wie die FDP sagen, ist blöd, ist der Staubsauger, was geht das die EU an? Ich sage, in Summe wird daraus durchaus ein ganz spannender Einsparbeitrag, wenn es um Energieverbrauch geht. Ich will das gar nicht in richtig oder falsch hier einordnen. Ich will nur sagen, ich finde es nicht ganz unanständig, dass die Europäische Union sich mit solchen Fragen, auch solchen Fragen beschäftigt. So, und dann haben wir diese Woche im Europaausschuss und im Landtag einen Antrag, in dem wir gemeinsam die Landesregierung bitten, von der Subsidiaritätsrüge Gebrauch zu machen. Das ist ein schwieriges Wort, aber eigentlich ist das relativ schnell erklärt. Da geht es darum, dass die Parlamente, jedes Land der Mitgliedstaaten hat zwei Stimmen, in Brüssel mit einem Drittel der Zustimmung von allen dann zweimal 28, 56 Stimmen, davon etwa eine Stimme mehr als ein Drittel, heißt, wenn es so viele Einwendungen aus den Mitgliedstaaten gibt, hat sich die Europäische Union in einer vorgelegten Richtlinie oder Verordnung zurückzuhalten bzw. sie zurückzunehmen. Dann sage ich, lass uns doch solche Instrumente nutzen und nicht ständig darüber lamentieren, dass die Brüsseler alles an sich ziehen. Ich glaube, es hat in der Geschichte dieser Möglichkeit der Subsidiaritätsrüge 8 solcher Rügen gegeben, bei Hunderten und Tausenden von Richtlinien und Verordnungen, die in diesem Zeitraum erlassen worden sind. Also lassen wir Europa im positiven Sinne und die Regeln, die wir dort haben, nutzen und nicht ständig mit Fingern auf Brüssel zeigen. Das dient nur den Populisten und deren Ergebnissen. Ja, und lassen wir auch über die Leistungen Europas reden. Und ich will einige jüngere Ereignisse ansprechen.
Ukraine. Irgendjemand hat heute eine Bemerkung gemacht, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Die Bundeskanzlerin würde sich zum Fotografieren nach Europa begeben. Also, ich muss sagen, bei allem Respekt vor dem Parlament hier und solchen Äußerungen, die man ja manchmal vielleicht auch so aus der Situation heraus unter das Volk bringt, fand ich ein bisschen unangemessen und despektierlich für eine Kanzlerin, die beispielsweise in dieser Frage wie kein zweiter Politiker Europas mit dazu beigetragen hat, dass wir in der Ostukraine jedenfalls keinen Krieg haben. Ich will nicht wegreden. Ich will nicht wegreden, dass es dort nach wie vor nicht einen Frieden gibt, wie wir uns das vorstellen. Aber mit dem Minsker Abkommen und dem Mut, den die Kanzlerin in dieser Frage gemeinsam mit Hollande, sage ich gleich dazu, damit es wieder ausgewogen und austariert ist, mit dem Mut, mit dem die Kanzlerin dort eine Politik gegen Herrn Putin gemacht hat, der ja heute hier von Herrn von Ooyen fast verklärt wurde, als gäbe es den gar nicht, Herr von Ooyen. So viel Naivität, wie ich weiter aus Ihren Reden höre, die bringt mich wirklich zu der Frage, was und in welcher Welt leben Sie eigentlich, wenn Sie solche Bedrohungsszenarien völlig außer Acht lassen. Also, ich will die Ukraine nehmen. Wir könnten über den Atomkompromiss mit dem Iran reden, bei aller Schwierigkeit und aller Kritik, die wir dazu aus Israel hören, die ich an einigen Stellen nachvollziehen kann. Aber es ist mir allemal lieber, dass eine starke, machtvolle Europäische Union ein solches Werk gemeinsam mit den Amerikanern hinbekommt, weil wir eben diese Union sind und weil wir mit 500 Millionen Menschen und weil wir mit der Wirtschaftsmacht, die dahinter steckt, am Ende auch sagen können, wir sind wir auf dieser Welt, und das gilt auch und gerade für humanitäre Fragen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch eine Reihe von Dingen zu lösen, gar keine Frage. Da brauchen wir eine starke Union, eine starke Europäische Union im Bereich der Sicherheit, der Verteidigungspolitik. Ich will darauf nicht näher eingehen. Ich habe es ja mit Nebensätzen eben erwähnt, was die LINKEN dazu sagen. Aber für mich und für uns ist die Verteidigungspolitik eine Politik, die etwas damit zu tun hat, dass wir Freiheit sichern und bewahren wollen und den Menschen signalisieren wollen, wer uns Freiheit nehmen will, da sind wir wehrhaft, und dazu brauchen wir eine starke europäische Verteidigungspolitik. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir brauchen Europa in der Flüchtlingspolitik. Und wenn, und Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben ja die Kritik an Herrn Schulz eben aufgegriffen. Ich will das noch einmal konkretisieren. Wenn Herr Schulz und Herr Gabriel am Ende des Tages sagen, dieser Europäische Rat, den müssen wir mal in eine neue Relation zur Europäischen Kommission, zu einer europäischen Regierung bringen, dann kann man das ja machen. Aber jetzt einmal unter uns, glauben Sie im Ernst, dass nach der Entscheidung der Briten diese Beschreibung eines Zieles von 50, 60, 70, 80 Jahren in die Zukunft, ob es das dann noch so ist, weiß ich nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, dass man diese Themen heute nach dieser Entscheidung der Briten, die genau das Gegenteil wollten, dass man die heute als eine der priorisierten Ziele formuliert. Und ich will denn schon einmal sagen, ja, da soll es eine Kammer geben der europäischen Regierungschefs und Chefinnen. Das ist ein Instrument, wie wir es im Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland kennen mit dem Bundesrat. Und deswegen will ich gar nichts gegen diese Grundidee sagen. Noch einmal, ich kritisiere zuerst einmal den Zeitpunkt. Aber ich kritisiere auch, dass da wieder einmal die Botschaft kommt, diese Europäische Union ist aufgrund oder wegen des Europäischen Rates handlungsunfähig. Das stimmt doch einfach nicht. Ja, wir haben für viele große Entscheidungen Einstimmigkeit dort, die geboten ist. Und in wichtigen Fragen, glaube ich, jeder von uns auch für Deutschland und die deutschen Stimmen dort reklamieren würde. Aber wir haben beispielsweise in der Flüchtlingsfrage, und ich lasse jetzt einmal weg, dass das manche im Ergebnis nicht gut finden, auch Entscheidungen gehabt, bei denen im Rat mit Mehrheit in der Europäischen Union mit Mehrheit entschieden worden ist. Und lass uns doch bitte alle miteinander vornehmen, weil manche hören uns ja zu, wenn wir hier über Europa reden, endlich einmal aufzuhören, irgendwelche Einzelereignisse dazu zu missbrauchen, die Europäische Union auch in der Frage der Handlungsfähigkeit schlecht zu reden. Meine Damen und Herren, wenn es so ist, dass wir Dinge verbessern müssen, in den Abläufen Politiken verbessern müssen, ja, dann machen wir es doch einfach. Wir sind zwar nur der Landtag, aber wir sind Mitglied des Bundesrates. Und wir sind in der Lage, dort auch wertvolle Anstöße zu liefern. Insofern lass uns nach vorne schauen und die positiven Dinge bewerten, mit den Menschen über die Errungenschaften reden. Das ist heute hier ausführlich getan worden. Das muss ich nicht alles wiederholen.
Aber lass uns zeigen, dass Europa, wenn es darauf ankommt, am Ende des Tages wirklich handlungsfähig ist. Und da will ich noch ein Beispiel nennen, Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben es aufgegriffen, der Ministerpräsident hatte es in seiner Regierungserklärung ebenfalls angesprochen, Stichwort Jugendarbeitslosigkeit. Also, ich muss schon sagen, ich habe kein Verständnis dafür, dass man nach einer Brexit-Debatte als allererstes mit einem solchen Thema kommt. Das ist ein wichtiges Thema, dass Sie mich nicht missverstehen. Aber jetzt erklären Sie mir doch einmal bitte, was diese Frage als allererstes mit der Europäischen Union zu tun hat. Ich sage Ihnen einmal relativ wenig. Und wenn es um die Frage der Jugendarbeitslosigkeit geht, die Sie jetzt einmal mit Blick auf Spanien nach Ihrer Reise dorthin, nach Sevilla, thematisiert haben, das ist völlig okay. Wenn Sie dort sagen, da muss die Europäische Union mehr tun, und dann noch sagen, in einem Interview im Deutschlandradio, glaube ich, war es, Europa muss mehr Geld ausgeben, dann sage ich, das ist die völlig falsche Botschaft in Richtung dieser Länder. Europa muss nicht mehr Geld ausgeben, sondern die Mitgliedstaaten, und dort liegt die Zuständigkeit für die Ausbildung dieser jungen Menschen, für die Vermittlung in Arbeit dieser jungen Menschen, für die Wettbewerbsfähigkeit dieser Mitgliedstaaten und ihrer Volkswirtschaften. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn es etwas gibt, das wir im Moment nach Europa rufen müssen, ist, verbessert eure Strukturen. Schaut doch einmal nach dem Modell Best Practice, was funktioniert in welchem Mitgliedstaat gut, und schaut doch einmal genauer hin, wenn es etwas gibt, was besser ist als bei euch, ob man davon nicht das eine oder andere übernehmen kann. Das gilt übrigens für Deutschland genauso wie für alle anderen Mitgliedstaaten. Und gerade beim Thema Jugendarbeitslosigkeit, 50% der unter 25-Jährigen in Spanien, 5% bei uns in Hessen, und darauf ruhen wir uns nicht aus. Und ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass es so ist, aber da gibt es ja auch Gründe dafür. Beispielsweise den Grund, dass wir mit der dualen Ausbildung ein Konstrukt haben, das wir über Jahrzehnte weiterentwickelt haben, wo diese Landesregierung gerade noch einmal, was die Gleichberechtigung, nicht nur die Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und allgemeiner oder akademischer Bildung anbelangt, einen weiteren Schritt gegangen ist, um zu sagen, auch derjenige, der eine ordentliche Abschlussnote in seiner Facharbeiterqualifizierung hat, kann eine Fachhochschule besuchen, hat dort die Zulassung. Ich sage es immer wieder dazu, nachdem wir das vor vielen Jahren schon bei den Meistern für allgemeine Hochschulzulassung gemacht haben. Wir wollen ja gar nicht, dass die alle studieren. Aber wir wollen den Eltern und den Kindern und den Jugendlichen sagen, dieser Weg ist genauso gut wie der andere, wie der akademische Weg. Und wenn wir das auch dem einen oder anderen Nachbarland weiter südlich häufiger sagen, und es gibt ja Gott sei Dank und erfreulicherweise Interesse an dem, was wir dort haben, dann glaube ich, ist da viel mehr geholfen als mit Geld. Und eine Zahl will ich schon noch korrigieren. Sie reden über 40 Cent. Sie haben die 6,5 Milliarden € angesprochen. Wenn Sie einmal sehen, wie dort nachgebessert worden ist in den Beschlüssen, auch, dass diese Mittel relativ kurzfristig verwandt werden können und nicht wie ursprünglich auf 6 Jahre verwandt werden können, hat Spanien, hat auch die Region, in der Sie waren mit Ihrer Fraktion, durchaus im Moment kein Problem, das Geld heißt. Sondern ich bleibe dabei, ein Problem, das damit verbunden ist, dass man möglicherweise auch einmal Strukturen im Sinne der jungen Menschen und ihrer Zukunftschancen verändern und verbessern muss. Ja, und dann will ich vielleicht noch, das gestatten Sie mir zum Schluss, schon auch noch auf das eingehen, was heute Gegenstand hier der unterschiedlichen Auffassungen waren. Und Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben ja zu eingangs völlig zu Recht gesagt, es gibt da eine Menge Dinge, die gemeinsam von uns wahrscheinlich parteiübergreifend gesehen werden, aber wir haben auch Unterschiede. Und ich will noch einmal auf die Unterschiede kommen und will schon sagen, hier ist von Vielstimmigkeit in den letzten Wochen und Tagen gesprochen worden, wie man denn jetzt mit dieser neuen Situation umgehen solle. Und da will ich schon einmal die Frage stellen, ob und wie Sie denn als Sozialdemokraten zu dem Positionspapier stehen, von dem ich eben schon einmal kurz gesprochen habe. Wenn dort einerseits davon gesprochen wird, dass die Außenpolitik vergemeinschaftet werden muss, ja, machen wir ja heute schon viel, aber kann man so als Ziel definieren. Gleichzeitig aber der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, der Sozialdemokrat ist, von Säbelrasseln reden, wenn es genau das im Vollzug denn gibt und umgesetzt wird. Was meinen Sie denn damit, wenn wir die Sozialschutzsysteme einander angleichen sollen? Ich würde es ja gerne einmal ein bisschen konkreter haben. Heißt das, dass wir am Ende des Tages dafür sorgen oder Sie dafür sorgen wollen, dass beispielsweise die sozialen Mindestsätze, das Hartz IV, wie das bei uns denn heißt, in Rumänien am Ende die gleiche Höhe hat wie in der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Ergebnis, dass dann kein Rumäne mehr aus wirtschaftlichen oder finanziellen Gründen jedenfalls eine Arbeit sucht?
Wollen Sie das? Ich hätte es gerne gewusst. Nochmal, ich sage doch gar nicht, dass Sie grundfalsch liegen. Und ich bin sehr dafür, dass wir über mehr soziale Gemeinschaften und Gemeinsames reden, auch in der Frage der Ökologie und der Nachhaltigkeit. Ich habe ja eben ein konkretes Beispiel genannt. Aber ich hätte es schon gerne hin und wieder ein bisschen konkreter und wäre dankbar, wenn insbesondere Sätze unterblieben, die so etwas wie die Selbstermächtigung des Europäischen Rates thematisieren. Wörtliche Rede aus dem Papier, das ich eben angesprochen habe. Dort heißt es, Zitat von Herrn Schulz und Herrn Gabriel, der Rat der Staats- und Regierungschefs habe sich in einem Akt der Selbstermächtigung selbst zur zentralen Entscheiderinstitution erklärt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer damit jetzt in dieser Zeit andeutet, dass der Europäische Rat nicht demokratisiert und legalisiert ist mit dem, was er tut, der muss sich doch nicht wundern, dass genau das der Boden ist, auf dem Populisten, Rechte wie Linkspopulisten in den Mitgliedsländern sagen, guckt mal, wie undemokratisch diese Europäische Union am Ende des Tages in der Führung ist. Und dann darf man sich nicht wundern, dass so etwas wie beim Brexit rauskommt. Lassen Sie solche Formulierungen. Herr Boddenberg, Sie haben die Uhr im Blick. Und ich komme zum Schluss und ich will zum Standort Frankfurt nur noch eins sagen. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn es uns gemeinsam gelänge, bei allen durchaus berechtigten Hinweisen, ja, dass wenn da mehr Menschen jetzt aus England oder woher auch immer nach Frankfurt kommen, wir auch weiter das Thema Wohnungsbau auf der Tagesordnung haben müssen. Aber ich wäre ganz dankbar, wenn wir vielleicht gemeinsam noch einen wesentlichen Punkt auch erwähnen, wenn es um die Frage beispielsweise der Regulierungsbehörde geht. Mir und uns wäre es sehr wichtig, dass Regulierung auf kontinentaleuropäischem Gebiet in Frankfurt in Deutschland stattfindet, nicht nur aus Gründen des Standortes, sondern weil ich glaube, dass wir nach dieser Wirtschafts- und Finanzkrise feststellen können, dass es gut ist, wenn wir nah dabei sind, wenn es um Regeln für die Finanzdienstleistung, für die Finanzierung von Kapitalgesellschaften und all diesen Dingen geht. Also, es ist auch ein Vorteil, wenn das nahe zur EZB rückt und wir dort einen entsprechenden politischen Einfluss nehmen können, darauf, dass diese Branche hoffentlich nie wieder in ein solches Schiefwasser und Fahrwasser gerät, wie das seinerzeit der Fall gewesen ist. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Herr Boddenberg. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten betreffend Europa nach dem Brexit-Referendum, Folgen und Chancen für Hessen, ist besprochen.